Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate, ja, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben mit unserer teils müden Gruppe und teils anstrengenden Diener hier, die quasi ja, hier in Nashkel wartet. Ja, ich habe ja gesagt, ich kümmere mich da offscreen, ja, und wo Uni bleibt, weiß ich nicht. Normalerweise ist er einer der Ersten, der was gleich hier da ist und schimmelt. Ja. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Map quasi schon aufgedeckt. Ich habe mir gedacht, ich mache das offscreen. Ganz einfach, um ein bisschen Zeit zu sparen, ja. Und bevor ich weitergehe, möchte ich euch nur kurz etwas zeigen. Das ist etwas, was ich selber nicht weiß, warum das passiert ist, ja. So, normalerweise, wenn man, ihr wisst ja, ich habe Dina hier quasi hier abgesetzt. Sie war eigentlich da unten, ja. So, jedes Mal, beim letzten Mal habe ich ja versucht gehabt, hier drinnen zu speichern, ja. Und das klappte nicht, weil mir gesagt worden ist von wegen, ja, ihr könnt das Spiel jetzt nicht speichern, weil ja dieses Skript sich hier aktiviert hat, ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, gut, ich schaue mir das Ganze halt einmal an, was da so, was der Auslöser dafür ist, ja. Und es gibt keinen Auslöser. Wie ihr selber hören könnt, ich gehe in das Gebiet, ja. Und normalerweise hört man dann immer eine ihrer Phrasen, die was dann kommt, wie, weiß ich nicht, ich bin ganz Ohr, ja. Ihr wünscht, ne? Lauter so Sachen halt, ja. Sie klingt auch wie so eine zerfetzte Bolin irgendwie, ja. Die steht jetzt einfach hier, da. Minding her own business, ja. Vollkommen egal, dass ich hier bin. Ich habe es ausprobiert, wenn ich sie anspreche, dann nimmt sie mir Minsk wieder weg, ja. Aber gut, hey, was soll's. Es muss nicht unbedingt immer jemand sterben dabei, ja. Ich bin zufrieden damit, ja. Kann man lassen, ne? Außer, was ist, wenn ich an ihr vorbeigehe? Checkt es dann? Nö, schert sie nicht, ja. Well, I don't know, ja. Yeah. I don't know what triggered this, ja. Yeah, but who cares? Gut. Meine Muse soll nicht zu euresgleichen sprechen. Ach, was ist denn jetzt wieder, ja? Schauspieler, und da lag sie, bleich und blutleer neben mir. Wehe den Elfen, sagte ich. Wehe all denen, die auf diese Lichtung traten. Denn Nosferatus' Liebste, die einst wunderschön war, ist gestorben. Oh, sie ist gestorben. Zwischen vollen Schatztruhen und leeren Segen, da kam die furchterregende Teufelsfledermaus. Rotes Blut, rote Augen und rotes Haar, aber nichts roter als zwei scharfe Zähne, die dort glänzten. Damit endet Galahines letztes und beliebtestes Werk Nosferatu. Genießt den Rest des Karnevals, ihr Damen und Herren. Ich habe seit Jahren keinen schöneren erlebt. Punkti, Punkti, Punkti. War das jetzt Sarkasmus oder war das ernst gemeint, ja? Abend oder Mahlzeit, ja. Hi, Species 8472. Servus und willkommen zu den... ja, einen Uraltspiel, ja. Und hi, Tommy, ja. Spielst du ganz alleine oder die... Ich spiele die Enhanced-Version davon, ja. Weil ich habe, glaube ich, noch die ganz alte Version, aber ich weiß nicht, ob die auf der modernisierten Technik, die was heute da ist, bei PCs überhaupt funktioniert, ja. Und jo, herzlich willkommen. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl, ja. Das ist für mich so ziemlich mein Kindheitsspiel, ja. Das Spiel ist... Naja gut, ich bin dem Spiel in Jahren ein bisschen voraus, aber... Wir sind so ziemlich auf gleicher Höhe, was das angeht, ja. Ich spiele hier einen Halborg-Kämpfer, so ein bisschen ein Stereotype, was Technisches, ja. Und hi, Sion, ja, die fetten Klubschaugen, ja. Willkommen zurück, ja, da haben sich ja doch einige eingefunden, ja. Freut mich, ich hoffe, euch allen geht's gut, ja. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen offscreen was gemacht, ich habe die Karte aufgedeckt, ja, ganz einfach, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ich möchte zumindest schauen, dass wir die Nebenaufgaben, die was wir von eine interessante Truppe spielst du da, ja. Vielen Dank, ja, das ist eigentlich mehr so, wie soll ich sagen, ein bisschen was vom Twitch-Chat, ja, zusammengekommen, wo sie gesagt haben, okay, der muss rein, der muss raus, nee, da ist kein Platz für den, ja. Es ist für mich auch so ein bisschen eine persönliche Präferenz dabei, also so etwas wie Minsk habe ich eigentlich fast immer dabei, ja, ich brauche einfach mein Minsk und Bo und meine Dunkelelfin, ohne sie geht's einfach nicht, ja, es ist ein absolutes Must-Have für mich, sie ist die beste Klerikerin im Spiel, sie muss mit von der Partie sein, geht nicht anders, ja. Jo, ich bin aber eher nebenbei da noch
mach noch Krimskrams, ja? Seine Waifu. Ja, das ist nicht wirklich meine Waifu, ja, aber... Kein Problem. Aber was soll man denn machen? Die Bösen haben halt in Baldur's Gate 1 so ein bisschen die Hosen an, ja? Auf einmal nicht mehr. Ja, ich sag das nur, um dich zu triggern, liebe Frau, ja? Lass dich kennenzulernen, Freund. Ja, lass dich ebenfalls kennenzulernen, Freund, ja? Sicher, sie haben einen schönen Karneval auf die Beine gestellt. Wenn nur mehr Leute hier wären, um ihn zu genießen. Wo sind sie denn alle? Unten in der Mine. Oder tot. Meistens eine Kombination aus beiden. Entschuldigt, ihr seid hier, um den Karneval zu genießen. Lasst mich nicht dauernd meine traurigen Geschichten erzählen. Ja, nun, ehrlich gesagt interessiert uns die Mine mehr als der Karneval, aber die Mine haben wir schon erledigt, ja? Genießt den Karneval, Leute, ja? Hab immer Minsk irgendwie gehen lassen und Dina hier oder wie auch immer sie geschrieben wird, behalten. Siehst, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich komme mit Dina hier nicht klar. Ich finde, sie sackt einfach als Magierin, ja? Aber das ist, da haben wir wieder mal diese Entscheidungsfreiheit, ja, von der ich quasi hier rede, ja. Ich komm, Dina hier für mich ist, nee, geht gar nicht, ja. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich sogar Edwin in die Gruppe nehmen, ja. Weil Edwin, ja, Edwin ist einfach, Edwin ist overpowered, ja. Das ist einfach so, ja. Bin erstmal noch AFK, muss noch ein bisschen klar Schiff im Haus machen, aber zumindest schon mal inaktiv anwesend. Das ist natürlich sehr nett von dir, lieber Uni, ja. Ach, und seitdem ich okay damit bin, ist sie nicht mehr deine Waifu, ja. Sie ist generell nie meine Waifu, ja, da ist sie ja, ja. Ach so, ja, dieses, Halblingswesen namens Zecke, ich finde das einen sehr passenden Namen, ja. Wird nur noch fehlen, dass er Isnogut heißt, ja, so hieß mein Halbling mal, ja. Hab's schon so oft gespießt, böse aber nie probiert, allein schon wegen den schlechten Preisen bei den Händlern. Ja, es ist wahr, wenn man natürlich böse spielt. Also ich spiele hier chaotisch neutral. Wir waren schon böse, wir waren schon auf dem richtigen Weg Richtung Unbeliebt auf Ruf Nummer 3. Wie du siehst, der ist generell nicht hoch, aber er wäre um 4 Punkte höher, wenn Viconia und Dorn nicht in der Gruppe sind, weil jedes Mal, wenn wir die haben, sinkt quasi der Ruf um 2. Aber ich denke mir mal so, ich spiele jetzt mal so, du meinst auf dem richtigen Weg, ja? So, aber jetzt der AFK, ja? Das heißt, ich musste mir ein bisschen was machen, weil mich mein Twitch-Chat dazu angestachelt hat. Ach komm, der, was sich uns in den Weg stellt, der wird quasi abgeschlachtet. War auch mal für mich eine neue Art und Weise, das Spiel zu spielen. Mit anderen Worten, ich habe mich quasi mit dem Gesetz der flammenden Faust angelegt, ja, und ja, was man passiert, wenn man halt natürlich quasi, ich nenne es jetzt einfach mal ganz kurz und knapp, einen Polizisten tötet, weil immerhin können die Typen nichts dafür, die machen halt quasi nur ihre Arbeit, ja, auch wenn der Ruf der flammenden Faust alles andere als wirklich gut ist, ja. Hast du irgendwelche Mods installiert? Sieht nicht ganz. Doch, es ist komplett original. Es ist keine einzige Mod installiert, ja. Ich glaube, ich habe das Spiel überhaupt noch nie mit einer Mod gespielt, ja. Muss ich zugeben. Es ist wirklich komplett original, ja. Wie es quasi in Steam, wie es in Steam ist, ja. Aber was hat's mit den kleinen Halblingen auf sich? Das zeige ich euch mal schnell. Ja, dass er jetzt Englisch redet, damit müssen wir einfach klarkommen, ja. Original Enhanced Edition, richtig, ja. Zecke, kommt her alle, eilt alle herbei, seht euch diese kriegerische Jungfrau aus Stein an. Niemand weiß, wie lange sie schon in diesem Stein gefangen ist. Für nur 500 Goldmützen könnt ihr sie als Erste herausfinden. Für diese geringe Summe gebe ich euch eine magische Schriftrolle, damit könnt ihr die Jungfrau aus ihren steinernen Verlies befreien. Denkt nur an die Dankbarkeit, die sie ihren Errettern entgegenbringen wird. Vielleicht ist sie eine Prinzessin aus einem fernen Land. Oder vielleicht eine mächtige Zauberin auf der Suche nach einer Konkubine. Ihr könnt euch eure Unwissenheit nicht leisten. Kauft die Schriftrolle. Na, bei so einem grandiosen Angebot und bei so einem guten Marketing. Also gut, gebt mir die Schriftrolle. Für 500 Goldmünzen, was soll's, ja. Formel Stein zu Fleisch, ja. Ich möchte es einfach nur zeigen, was man damit machen kann. Ah, okay, dann macht der Unterschied die Enhanced. Ja, das Original sah doch vom Interface anders aus, ja. Die Enhanced Edition quasi von Steam hat das Ganze, ich sag's mal, ein bisschen aufgehübschter und modernisierter gemacht, ja. Es ist, mir gefällt's, ja. Doch als Fan des Originalspiels, ja, finde ich eigentlich, dass dieses Schwarz macht eine ganz solide Figur. Also kann man, soweit es jetzt, wie ich finde, nicht wirklich arg dran herum meckern und nörgeln, ja. Ja, das ist richtig, ja, das ist eine Klerikerin. Ich zeige euch jetzt gleich mal, was da ist. Man kann quasi diese Formel jetzt benutzen, man muss aber nicht. Entscheidungsfreiheit for the win. Man kann sie aber hier jetzt einsetzen bei dieser jungen Holden Maid, ja, in Nöten, ja. Und
Da entpuppt sich eine kleine Blondine heraus. Ja? Ich bin Brandman, Kriegerin und Priesterin von den Nordheim-Inseln. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier im Felsen gefangen. Ihr habt mich gerettet, mein Leben steht mir in eurer Schuld. Bei Tempus, ich habe noch nie eine Schuld unbezahlt gelassen. Lasst mich euch in euren Kampf unterstützen, denn ich werde euch eine wertvolle Verbündete sein und die Gunst des Herrn des Schlachtens für unsere Sache gewinnen. Wenn ihr jetzt immer noch zu dem Zeitpunkt keine Klerikerin habt, ja, dann könnt ihr mit Branwen absolut nichts verkehrt machen, ja. Die man mit der Rolle befreien kann, ja. Ja, genau, mit der Rolle Stein zu Fleisch, ja, oder umgekehrt, ne. Fleisch zu Stein wäre dann quasi dieser Gegenzauber, ja. Wir brauchen eure Dienste nicht. Genießt eure Freiheit und zieht eures Weges. Eure Weigerung verletzt mich zwar in meiner Ehre, doch bleibt die Entscheidung euch überlassen, ja. Ja. Ich brauche sie nicht, ich habe schon meine dunkelhäutige Waifu und jetzt fange ich wieder damit an, ja. ja, man kann Branwen auf jeden Fall nehmen, sie ist eine gute Klerikerin, ja, hat aber, glaube ich, nicht so viel Weisheit wie Viconia, das heißt, dass sie einfach weniger Zauber zur Verfügung hat, ja. Ich bleibe einfach bei ihr, ja. Sie nörgelt zwar immer, wenn wir gute Taten vollbringen, ja, aber auch das kann man dann später mit einem verfluchten Gegenstand bei ihr einfach wunderbar umkehren, ja. Falls ich es soweit schaffe, diesen verfluchten Gegenstand überhaupt zu bekommen, ja. Gut, gibt's da noch irgendwie anderweitig was? Ja, da oben. Ansonsten, glaube ich, ist da in den Zelten nicht wirklich so etwas Aufregendes hier drin. Ich habe mir nur gedacht, ja, unsere ganzen Abenteuer von unseren Strapazen haben sich vielleicht mal auch ein bisschen eine kleine Auszeit verdient, ja. So dass man halt hierher gehen kann und sagt, ja, wir gucken uns mal den Jahrmarkt an. Ja, hier gibt es eigentlich nur größtenteils wertlosen Tant, ja. Weil so ziemlich welche der besten Gegenstände haben wir schon, ja. Verfluchter Gegenstand? Ja, es gibt sehr wohl verfluchte Gegenstände hier. Es gibt mehr als genug verfluchte Gegenstände in diesem Spiel, ja. Einen trage ich sogar im Inventar, den gebe ich normalerweise immer meinen Magier, ja. Jetzt machst du mich neugierig, ja. Tja, ich weiß nicht, hast du das Spiel gespielt? Weil es gibt hier Leute, die kennen das Spiel nicht und da möchte ich nicht so viel spoilern, ja. Es ist ein Gegenstand aus dem Add-on, ja, dem Tales of the Sword Coast, wie das, glaube ich, heißt, ja. So, schauen wir uns erst einmal da unten in dem kleinen Kaufzeltchen da um, ja. Was gibt's denn da so, ja? Aufhören Spiel, da möchte ich drüber speichern, ja. Wer bist denn du? Ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Ja. Mir fällt gerade nur das Schwert von diesem Hauptmann ein, der Amok in einem Gebiet wegen dem Schwert lief. Ja. Das ist die Nebenquest mit Hauptmann Brage, die habe ich noch nicht gemacht. Ja. Es gibt allerhand verfluchte Gegenstände. Ja. Das ist nur ein Gegenstand davon. Ja. Es gibt den Gürtel der Umwandlung, den habe ich quasi im Inventar. Es gibt dieses Schwert, ja. Es gibt einen Helm, es gibt zwei Ringe, glaube ich, die verflucht sind, ja. Und ich glaube noch ein bisschen anderer Scheiß, ja. Also es ist mehr als genug da, ja. Ein Entdeckungsreisender auf der Suche nach Wundern und Wunderlichkeiten. Nun, auf das eine wie das andere bin ich gestoßen. Unglücklicherweise habe ich den dreifachen Preis für meine Eisenwaren bezahlt und nichts davon ist verkäuflich. Vielleicht zeigt ja die Garde mehr Interesse, wenn die alten Schwerter abgenutzt sind und die neuen wie die Zweiglein im Herbst in zwei brechen. Wie dem auch sei, ihr seid zum Kauf mehr gekommen und ich habe etwas ganz Besonderes nur für euch. Diesen Tränken hier aus fernen Ländern wohnen Zauberkräfte inne. Ein Schluck vom violetten Elixier und ihr könnt es an Stärke selbst mit Titanen aufnehmen. Trinkt von dem roten Mixtur und eure Gedanken werden in unendliche Klarheit sein. Eure Weisheit, der des Elminster gleich. Elminster haben wir schon getroffen, das war dieser rot spitz getragene Hut, ja. Als Entschädigung dafür, dass ihr hier nichts das erwartete reichhaltige Angebot vorfindet, solltet ihr besonders günstig zum Preis von nur 50 Goldmünzen das Stück erhalten. Kostet nur so gleich davon, wenn die versprochene Wirkung ausbleibt, bekommt ihr euer Geld auf der Stelle wieder. Wollt ihr euch den Tränken des violetten Trankes annehmen? Wenn er wirklich die Wirkung hat, die ihr beschreibt, will ich ihn haben. Titanenkräfte, ich habe eigentlich kein Interesse daran, mein Geld reicht gerade mal für einen Trank. Well, this would be kinda gelogen, ja.
kommt man da immer gut zum Schauen. Glaub, die Seite hatte zuletzt aber Probleme. Gut, ich kenne die Seite nicht, ja, die du da gepostet hast. Ja. Aber gib mir mal den violetten Trank. Ja. Ich nehme an, dass ihr euch bereits um viel Stärkeres fühlt, ja? Ihr spürt kaum mehr Last auf euren Schultern. Wollt ihr mir beim Zeichen an und den roten Trank abnehmen? Ah, euer erster Zaubertrank scheint zu funktionieren. Ja, bitte gebt mir auch den zweiten. Ich habe zwar noch nichts eingeworfen, aber her damit, give me that, ja? Und hier gibt's etwas aber Nennenswertes zu erwähnen. Diese Tränke, wie ihr sehen könnt, sind quasi jetzt, ja, nicht identifizierbar. Das heißt, wir wissen nicht, was sie machen. Das werde ich euch dann zeigen für den Fall, wenn wir sie identifizieren. Power Juice, yeah! Ja, allerdings mit äußerster Vorsicht zu genießen, ja? So, und du. Und du. Ihr geht's mal nach draußen. Mon hat da so ein bisschen ein Handwerk zu erledigen, ja? Weil so ein Kaufmann hat noch so anderweitige Sachen da. Okay, es stört mir gerade überhaupt nicht, doch, dass ich ihm ausraube. Stört's dich? Nein. Okay, passt. Hey, eine Mietje-Katze. So, das heißt, wir haben hier einiges an Tränke gefunden gehabt. Guckt euch das mal an. Yeah. Unter anderem ein Trank der Feuerriesenstärke. Das ist natürlich für jeden Krieger und für jeden Kämpfer ein absolutes Must-Have. Braucht man einfach. Was haben wir noch? Ein Unsichtbarkeitstrank. Immer sehr zuvorkommend für einen Dieb. Ein Feuerschutztrank. Der wird garantiert irgendwie Verwendung haben. Heiltrank. Nie verkehrt. Haben wir sowieso gerade im Moment viel zu wenige davon. Und einen Unverwundbarkeitstrank. Den habe ich schon mal benutzt. Der senkt quasi eure... Boah, entschuldigt. Das Mittagessen macht sich gerade so ein bisschen bemerkbar, ja. Boah, da nicht, dass ich da in den Stream reinrülpse, ja. Weil wenn es passiert, kann ich dann auch nichts ändern, ja. Dann ist es halt so, ja. Und diesen Unverwundbarkeitstrank, den habe ich schon mal benutzt, ja. Und, ja, was gibt's denn hier noch da drin, ja? Wer wissen du? Ich hab die besten Preise diesseits von Kamir. Was für eine Bahn bietet ihr an? Du bietest Schrott an. Von wegen beste Preise. Das ist alles Müll. Das kannst du behalten. Ja, lass stecken. Besten Preise von Cormier. Ja, das mag vielleicht stimmen. Ja, dafür hast du die schlechtesten Preise. Die schlechtesten Waren diesseits von Cormier. Ja. Der wagt sich was. Ja. Der wagt es mir so mit diesen blöden Tant über den Weg zu laufen. Na. Wir sind hier, looten und leveln. Das ist das, was wir wollen. Noch so ein Kaufmann. Ich hab die besten Preise diesseits von Kamir. Was hast du? Oh, du hast schon ein bisschen was Besseres. Eine Geschosshalskette, Krücke der Oberflächenbewohner, das ist auch das, ja. Ah, der verkauft ein bisschen was Besseres. Geschosshalskette, das könnte man sich unter anderem merken, ja. Schildamulett, der Beschützer. Der Beschützer ist quasi genauso etwas wie der Schutzring plus 1, ja, nur halt als Amulett. Also da ist jetzt nicht wirklich sehr viel Unterschied. Schildamulett, ja, gibt unter anderem die Möglichkeit, dass man den Zauber Schild benutzen kann, ja. Sehr praktisch, ja. Der klingt wie mit dem Stock im Arsch, ja. Zum Finster, ja, vielleicht auch ein bisschen, ja. Das ist schon ganz minimal, ja. Ansonsten hat er jede Menge Schutzformeln. Die sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Kann man immer brauchen, ja. Aber not at the moment, ja. Und ansonsten hat er nichts. Ein Hauch von Tönen, ja. Kein Problem. Kein Problem. So, da waren wir. Was war hier? Keine Ahnung. Es gibt ein Zelt auf jeden Fall, auf das ich es ein bisschen abgesehen habe, ja. Oh, das hier, ja. Hier ist nichts für dich. Ihr dort, bleibt zurück. Wenn einer von euch näher kommt, bringe ich sie um. Ich meine es ernst. Zwingt mich nicht dazu. Ich brauche nur das letzte Wort meines Zaubers zu sagen und sie stirbt. Worum geht's hier überhaupt? Sie ist eine Hexe. Sie wird ihre Zauber benutzen, um die Kinder dieser Stadt zu vergiften. Sie wird das Vieh abschlachten und sie wird die jungen Männer verführen. Sie zu ihren Marionetten machen. Sie muss getötet werden, ne? Das ist unser Revier. Na, natürlich ist das unser Revier, ja. Wovon redet ihr? Warum hegt ihr Vorurteile gegenüber jemandem, der Magie benutzt? Ihr gebt selbst zu, dass ihr ein Magier seid. Schließlich wollt ihr sie mit euren Zauberwert töten? Reißt euch zusammen, Narr.
Warum reden wir nicht wie verständige Leute darüber? Beruhigt euch einfach und ich bin sicher, wir werden eine vernünftige Lösung finden. Hört auf, die Frau zu bedrohen, Psychopath. Geht zur Seite, bevor ihr verletzt werdet. Ham. Probieren wir mal das. Macht ihr euch über mich lustig? Niemand verspottet den großen Zordral. Ihr werdet für eure Anmaßung bezahlen. Das nenne ich mal Action hier im Jahrmarkt, oder? Drauf damit, Gebrüll, ja? Du bist ja ein komischer Kauz. Du bist ja ein komischer Kauz. Ich weiß, Nero. Imon, ja? Truff da, ja? Der wird nicht lange was zu melden haben, ja? Dankeschön. Oh, dafür gibt er wenigstens 900 Erfahrung. Yay. Damit kann man immer was anfangen, ja? So, warum? Sion ganz verdutzt, ja. Einfach mal ins Zelt reingehen und irgendeinen Typen abschlachten, ja. Ja, so macht der Coven das, ja. Ich meine, der bedroht schon wieder eine Frau in Nöten. Warum überhaupt, ja? Bentha, danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich bin Bentha, ja. Ja, ihr könnt mich eine Hexe nennen, denn ich benutze Zauber. Aber ich habe jedoch nicht die Absicht, das Vieh zu töten oder die jungen Männer zu verführen. Zordral ist ein alter Feind von mir, der mir und meiner Familie über Jahre hinweg viel Leid zugefügt hat. Wenn ihr nicht in diesem Moment erschienen wärt, wäre ich getötet worden. Ich muss euch noch einmal danken. Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Wisst ihr etwas über die Gegend? Wir sind Abenteurer und wären euch dankbar, wenn wir einen Rat geben könnt. Na gut, wir haben die Mine schon geklärt, ja. Nein, eine gute Tat ist uns Lohn genug, ja. Aber eine Belohnung können wir schon einstreichen. Ich meine, immerhin haben wir ja gerade das Leben gerettet und das auch noch unwissentlich, ja. Nun ja, hier nehmt das. Es könnte sich in der Not als nützlich erweisen. Es ist ein Trank, der alle Vergiftungen heilt. Yay, awesome. Er ist schon wieder gut, Minsk, ja. Ach, diese Melodie ist einfach so, so stimmungsvoll, ja. Könnt mir das den ganzen Tag einmal anhören, ja. Gut, was haben wir hier? Ein Spielzelt, wie es ausschaut. Kann ich hier auch spielen? Versucht euer Glück mit Frau Timora. Versucht euer Glück doch beim Knochenwerfen. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr euren Einsatz verdoppeln. Ich setze 2 Goldmünzen. Ihr habt verloren, tut mir leid. Der nächste bitte. Ach komm, jetzt will ich es aber wissen hier. Nein. Versucht euer Glück mit Frau Timora. Nein. Versucht euer Glück mit Frau Timora. Ey, ich habe gewonnen. Yay, ist das awesome, ja. Gut, ich glaube, mit Glücksspiel hier in dem Spiel hat man es nicht so. Ich gehe dann lieber wieder mal, ja. Hat der Dana irgendwie was zum Sagen? Hey, ich bin nicht dick. Ich habe nur einen starken Knochenbau. Alles klar, Obelix, ja. Gönn dir dein Wildschwein, ja. Ihr solltet den Schneider wechseln. Eure Kleider sehen einfach entsetzlich aus. Fürst Binky, der Spaßmacher. Oh, wie unschick ihr alle seid. Ich meine, wirklich, das ist ein Karneval, kein Gladiatorenkampf, ja? Ich heiße Slock, wie heißt ihr? Ego heißt Slock, wie heißen ihr? Macht ihr euch über mich lustig? Tut ihr mich lustig machen? Fort mit euch, Bettler. Ich hab's nie verstanden. Ich hab's nie kapiert, ja? Warum man hier die... Wer bist du überhaupt? Ghazib der Große. Ich glaube, ich habe die alle Typen nie angesprochen, ja. Halle, kommt her. Hallo, kommt her und willkommen. Ihr seid in der großen Ghazib-Show gelandet. Mit eurem einzig wahren großen Ghazib. Lasst mich euch den erstaunlichen Opa vorstellen. Den einzigen explodierenden Ogre der Welt. Wo? Ach, hier. Not bad, ja. I'm impressed, ja. Ich bin stets bereit, Spaß für die ganze Familie. Also probieren wir diese beliebte Nummer nochmal. Hey, das ist mein Spruch mit dem Spaß für die ganze Familie. Komm, einmal geht noch. Yay. Das ist ein Schrott. Der einzige explodierende Ogre, ja. Okay, ich glaube, dann sollten wir zumindest hier auch schon mit den... So mit dem Jahrmarkt hier durch sein. Ich wollte zumindest meiner kleinen Truppe ein bisschen Abwechslung gönnen dabei, ja. Das wohl das größte Augenmerk hier ist eigentlich einen Gefährten, den man bekommen kann, namens Branwen, ja. Ansonsten ist halt hier, ja, jetzt nicht wirklich groß was los, ja. Ist mehr so ein kleines Gebiet, wo man sich ein bisschen, ja, off-topic beschäftigen kann damit, ja. Gut.
Achso, da war das Zelt, da wollte ich rein. Was gibt's dort drin? Wird erledigt. Alle meine Sachen sind echt. Na, zeig her. Super. Großartige Auswahl. Von Captain Hemd bis beschlagener Lederrüstung und kleiner bis lang Schild hast du alles. Ansonsten hast du gar nichts. Bin begeistert. Ich bin regelrecht sprachlos. Was ist da? Achso, jetzt hat uns wer gehört, weil ich da... Kein Problem. Nein, schnell raus da, bevor die Wache kommt. Ja, perfekt. Kein Problem. Weil immer wenn ihr dieses Knarzgeräusch hört, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, wenn dieses, ich sage einmal, dieses lautstarke, ja, Knirschgeräusch bei einer Truhe immer hervorkommt, ja, dann heißt das so viel, man hat euch quasi beim Stehlen entdeckt oder so, ja, was halt, ja, regelrecht offensichtlich war, weil ich ja direkt vor dem Händler seine Waren da angegriffen habe, ja. Aber es gibt sonst hier nichts Aufregendes, ja. Gehen wir weiter, ja. Das war eigentlich im Prinzip der ganze Jahrmarkt, den ich euch zeigen wollte. Ist nicht wirklich spannend, ja. Ich hätte... Hoppala! Kobold. Ist nur Kleinvieh, ja. So ein bisschen großes Kleinvieh, aber hey. Geht schon drauf da. Boinks, boinks, boinks. Das nehmen wir gleich alles mit. Zauber habt ihr auch noch eingesteckt und 10 Goldmünzen. Die Kurzschwerter lasse ich mal gekonnt liegen, weil das brauche ich nicht, den Crap. Ja. Und, mein Gott, wieso juckt es mich so in der Nase? Nase, hör auf jetzt. Kennt ihr das, Leute? Jedes Mal, wenn ihr irgendwie etwas spielt oder so, dann fängt dann eure Nase zum Jucken. Ununterbrochen. Und ihr könnt, das kann nicht aufhören. Ne? Ich hasse das. Itchy tasty, sage ich da nur. Aller von Resident Evil. Ja. Farbkugelnetz, ja, das hast du alles schon. Das kannst du alles. Limon hat Pfeile, du hast Kugeln. Ah, das geben wir dir. Ah, Moment. Bevor ich jetzt noch weitergehe, weil ich habe ja gesagt beim letzten Mal, oder ihr habt euch dazu entschieden gehabt, dass wir sagen, wir wollen Nira's Sidequest machen und das werde ich auch in diesem Stream soweit angehen. Zumindest schauen, dass ich Nira's und Dorns Sidequest angehen kann. Das sollte sich eigentlich alles hier aufhalten, sodass wir da ein bisschen Zeit sparen. Ja. Jetzt möchte ich nur noch schnell zurück nach Nashkel, weil wir haben nämlich Winterwolfpelze und für die gibt es nämlich ein stolzes Geld. Ja. Da nach oben, ja. Deswegen kann ich nur sagen, always stay hydrated, guys. Ja. In der Zeit, während da unsere Wanderschaft da nach oben watschelt, ja, gönne ich mir mal einen Schluck. Ja. Herrlich, ja. Ich hoffe, für euch war ja dieser Ostersonntag bis jetzt sehr angenehm und entspannend, ja. Für mich war es auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich gepennt bis um 10 Uhr, bis um 10 Uhr am Morgen, ja. Dann habe ich was gekochtet, ja. Er hat was gekochtet, ja, das ist auch gut, ja. Da habt ihr es, ja. Das ist ein wirklich schönes Fell. Hier habt ihr einen angemessenen Preis. Es war mir eine Freude, mit euch ins Geschäft zu kommen. 500 Goldmünzen. Also jedes Mal, wenn wir den haben... Oder jedes Mal, wenn ihr so einen Winterwolfspelz habt, ja. Wird erledigt. Beziehungsweise, ich glaube, muss ich nicht da noch mit ihr reden? Mörder Basilus, das ist auch was wir dann später, wenn wir Richtung Kapitel 3 gehen, abgeben können. Dorn schlug vor, dass ich... Ja, mit Taris in Nashkel, das passt ja. Dann kann ich wirklich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ja. Kein Problem. Oh, euch ist nicht zufällig ein Mann begegnet? Ungefähr so groß und, naja, etwa so breit... Dieser Taugenichts. Welch wunderbare Beschreibung dieses Manns, ja. Ich kann euch vielleicht helfen, wenn er mir erzählt, was ich wissen will. Ich weiß nicht viel über diese Gegend. Wisst ihr, ich suche nach meinem Gatten. Er verließ mich vor einer Woche und, oh, die auf den Straßen lauernden Gefahren. Und dann noch diese schreckliche Frau. Seitdem versuche ich ihn zu finden. Ich hab den Typ mit dem Stock im Po auch gehört und dachte mir, geh mit Baldur, aber geh, ja. Die Frau, die erwähnt hat, war nicht zufällig eine Art Magierin? Oh, das weiß ich wirklich nicht. Mein Gatte ist verschwunden. Zuletzt wurde er irgendwo hier gesehen, in Begleitung einer Frau. Ich bin ihnen eine Weile gefolgt, aber die Wildnis wurde einfach zu gefährlich für mich.
Bitte fahrt fort und lasst nichts aus. Sogar der unscheinbarste Detail könnte mir helfen, euren Gatten zu finden. Als ich einige der Ortsansässigen hier fragte, sagten sie mir, die Frau habe mehrere Männer fortgelockt, nicht nur meinen Gatten. Ich weiß nicht, was für ein Spiel sie spielt, aber es ist wieder natürlich. Als ich diese Frau über Kröll ausfragte, passte die Beschreibung, die ich ihr gab, auf die geheimnisvolle Frau, die ihren Gatten entführt haben soll. Als ich mehr Informationen verlangte, floh sie. So, so, Dorn, ja. Du hast eigentlich einen Wert von 16 Charisma und dir rennen die Leute davon, ja. Ah, vielleicht solltest du nicht immer gleich so mit dem Kopf durch die Wand, ja. Das ist wirklich alles, was ich weiß. Irgendwo im Osten, vielleicht etwas jenseits der Mine. Ich vermisse Hager so sehr, aber ich weiß nicht, ob ich ihm je vergeben kann. Östlich der Mine, sagt er, und er war nicht in der Lage, das Gebiet zu durchsuchen. Nein, das wäre viel zu gefährlich. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich habe wenig Geld und mein Gatte ist mit diesem Miststück durchgebrannt. Dieses schreckliche Frauenzimmer hat mir meinen Hager weggenommen. Oh mein Gott, diese Eifersucht, ja. Dorn, habt ihr irgendeine Idee, warum Krill Anhänger um sich schart, ja? Nein, Krill war eine fähige Nekromantin. Und sie war, wie soll ich sagen, hin und wieder nett zu mir. Aber sie ist keine Anführerin. Irgendetwas stimmt hier nicht. Möglicherweise geht hier mehr vor sich, als ich erwartet habe, als ihr erwartet habt, ja? Okay, es wird gesagt, die Befragung, ja? Taris hat uns die Richtung in ein Gebiet gewiesen, irgendwo östlich von Nashkel gewiesen. Boah, meine Güte, warum er sich dort aufstoßen kann. Das jetzt aufhören, bitte. Das ist ja ekelhaft, ja. Ja, entschuldigt bitte, ja. Ihr Gatte und andere sind unter den Bann des Magiern Krill geraten. Dorn ist begierig, sie zu fassen, ja. Über Dorn wissen wir ja eigentlich noch nicht wirklich viel, ja. Außer, dass wir halt wissen, er ist ein finsterer Streiter, ja. Was sagt überhaupt seine Biografie? Da ist ja nicht wirklich viel drinnen, ne? Als ihr Dorn nach seiner Vergangenheit fragt, gibt er nur wenig von sich preis. Trotz eurer Hilfe im Kampf gegen seine früheren Gefährten scheint er sehr vorsichtig damit zu sein, euch etwas von seiner persönlichen Geschichte anzuvertrauen. Soweit ihr es euch zusammenreimen könnt, stammt der gnadenlose Halbock aus dem Norden. Er spürt, dass er in der Vergangenheit betrogen wurde und ihr geht davon aus, dass er grausame Rache an jeden verüben würde, der ihn in Zukunft verrät. Seine eng gefassten Ziele haben ihm wenig gelassen, womit er sich außerhalb des Kämpfens beschäftigt oder die Zeit vertreibt. Ha! Ja, wird erledigt. Mehr der Mysterio-Typ hier, ja? Gott, alles, was wir wissen, ist, dass er zumindest auf einen Rachefeldzug ist, ja, und wir ihm da natürlich dabei helfen wollen, ja? Oder zumindest eingewählt haben, ja, weil. Ja, sagen wir mal so, seine Nebenquest ist in Ordnung, ja? Da gibt jetzt was. Gibt Besseres, ja? So, war das das Gebiet? Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. Wo? Die Luft oder wie? Der Wind? Oder erst ein Stückchen weiter da nach vorne, ja? Wir müssen dann sowieso rasten, weil die ganze Gruppe ist langs. Jö, wie lieb. Okay, entschuldige, ich geb's zurück. Zwei Ghule. Na, jetzt wird's gefährlich hier, ja? Dorn! Ah. Ja, sehr gut. Nein, nützt sowieso nichts. Wir müssen dann eher eine Rast machen, ja. Ja. Jetzt ist nur die Frage, kann ich überhaupt rasten, weil Dorn ja festgehalten ist. Eigentlich müsste ich ihn ja dann zurücklassen, oder? Oh Mann, wirklich, jetzt muss ich echt warten, bis dieser festgehaltene Zauber aufhört. Ah, danke schön, Spiel, ja. Man braucht sich nur mal beschweren, dann passiert schon was, ja. So, es ist das Gebiet, ja. Kein Problem. Dorn sollte da eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, bekannt geben, dass es sich um das Gebiet handelt, ja. Ja, da ist es, da ist der Trigger. Jetzt könnte man meinen, was ist so besonders daran? Sind doch nie irgendwie nur so einfache Skelette, aber das werdet ihr gleich sehen, ja?
Ah, wir brauchen aber nicht drei Krieger an der Front um ein Skelett herum verteilt. Es reicht, wenn man dann so ein klein wenig verteilen, ja. Oder wir machen es überhaupt so, ja. Kann man euch nicht vertreiben? Sollte eigentlich funktionieren. Oh, doch, hat er funktioniert, ja. Jetzt war der Coven kurz verwirrt, ja. Ja, den Skelett renne ich jetzt nicht durch die ganze Ebene hier hindurch, ja. Komm, renn in irgendeine Ecke rein, dann ist der ganze Spaß vorbei, ja. Ja, genau, da bleibst du. Danke, Schwimmals. Vielen herzlichen Dank, ja, dämliche Skelette. So, aber wo ich schon mal hier bin, ich denke, da ist der Trigger. Selten aus eigenem Antrieb. Das hier stinkt förmlich nach Kröll. Seid vorsichtig. Irgendwo hier lauert sie. Toll, ich kann ihm jetzt die Frage stellen, beabsichtigt ihr sie zu töten? Ich glaube, die Frage kann ich mir schenken. Ja? Diese Nekromantin ist keine Herausforderung für uns. Oh, na, mittlerweile nicht mehr. Früher mit einer niedrigeren Level, definitiv. Ja? Trotz der mir gewährten Kräfte und meinem Verlangen, ihr Fleisch in Stücke zu reißen, bleibe ich vorsichtig. Es wäre klug von euch, ebenso zu handeln. Wer gewährt euch diese Kraft? Ich möchte immer noch mehr über die Quelle eurer Fähigkeiten erfahren. Nun, das wäre mal nicht so verkehrt. Immerhin haben wir doch einen finsteren Streiter in der Gruppe, ja, von dem wir absolut nichts wissen. Ja. Und by the way, nur als kleine Erklärung, ja, man kann es relativ schlecht erkennen, aber achten und relativ schlecht erkennen, Coven. Zuerst sprechen, dann denken. Oder in diesem Fall zuerst denken, dann sprechen. Nicht beides kombinieren, weil sonst hast du wieder so ein Wort wie Minudeln heute rausgebracht. Ja? Für den Fall, dass ihr es wischt. Das ist wischt, ja. Das ist eine Kombination aus Minuten und Nudeln. Ja? Minudeln, ja. Könnte auch irgendwas Perverses sein, aber das überlasse ich jetzt eurer Fantasie. Hier auf den Porträts kann man so einen kleinen Mund da oben ausmachen. Das zeigt immer, welcher der Charaktere jetzt gerade sich miteinander unterhalten. Also quasi unser Hauptcharakter jetzt mit Thorn. Oder wenn ihr mit einem NPC spricht. Ja. Das ist relativ schwierig zu erkennen, weil das Ganze halt dann rundherum schwarz wird. Ja. Aber für den Fall, dass ihr euch das mal fragen solltet. Ja. Wir werden sehen, Dorn. Lasst uns weitergehen und dies ein für alle Mal zu Ende bringen. Behaltet eure Schwächen für euch, finsterer Streiter. Na, ich würde gern ein bisschen was über deine Kraft wissen. Ne? Ich habe einen Pakt geschlossen und gewissen Bedingungen zugestimmt. Mehr will ich darüber nicht sagen. Du hängst dich die ganze Zeit in Schweigen, Dorn. Das ist nicht gut. Nein, nicht ihr. Halt, ich bin ein Mitglied der Flammenden Faust und verlange, dass ihr euch ausweist. Ja, weiß nicht, soll ich meinen Reisepass auspacken, oder wie? Wir sind Abenteurer. Abenteurer, ha? Passt gut auf euch auf. Hier in der Gegend treiben eine Menge Räuber, ihr Unwesen. Mein Trupp sucht außerdem nach einem Deserteur. Samuel ist sein Name und er soll mit einer Frau unterwegs sein. Auf seinem Körper ist eine Prämie von 50 Goldmünzen ausgesetzt. Well, da war unser Kopf aber weitaus höher ausgesetzt, ja? Na gut, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Lebt wohl. Samuel, der Deserteur, ja. Und das ist übrigens eine Quest, bei der ihr euch ein bisschen beeilen müsst auch, ja. Ich glaube, für die hat man so 3 bis 5 Tage Zeit oder was. Also zumindest jetzt nicht hier in diesem Gebiet, ja. Wir müssen sowieso diesen Samuel erst einmal finden, ja. Oh oh. Mira, weg da. So, mal ganz interessant zu wissen, wann wir vielleicht wieder ein neues Level bekommen. Aber jetzt werden wir dann erst einmal eine Rast einlegen, ja. So wie ich euch wieder gezeigt habe, wo ein kleines Secret ist, ja. Weil überall auf dieser Welt, ja, Deserteur, jemand, der im eigenen Land verbannt ist und auf der Flucht ist. Nun, nicht ganz. Ein Deserteur ist quasi etwas, du hast einen Eid geschworen, ja. Und dann brichst du diesen Eid, ja. Das ist ein Deserteur, ja. Also, dieser Samuel war bei der Flammenden Faust, ja, kann ich dir glauben, ein Mann namens Samuel ist von seinem Posten desertiert, ja, woraufhin die Flammende Faust eine Belohnung von 50 Goldmünzen für seine Festnahme ausgesetzt hat, ja. Also, der war halt quasi irgendwo stationiert und hat gesagt, nö, das mache ich nicht mit, das ist mir zu gefährlich, ja.
Ja, keine Ahnung, angenommen, die schicken dich jetzt in den Krieg, ja? Und du bist dann dort in 2 Tage und siehst eigentlich, dass das nichts für dich ist und du gehst quasi im Militär ohne eine Meldung oder sonst irgendwas. Dann hast du desertiert und hast quasi damit quasi deinen Ruf verwirkt, ja? Deswegen sucht man dann nach dir und, ja, möchte dich halt töten, ja? Das ist ein Deserteur, Tommy, ja? Noch mehr Winterwölfe. Och, ist das schön. Ich stehe so ein bisschen mit dem Gold etwas lose da, ja? Außerdem geben Winterwölfe so schön viel Erfahrung, ja? Für das, was sie können eigentlich, ja? Ich hätte mir eigentlich auch bezaubern können mit Minsk, ja? Zu spät. Man kann es jetzt nicht rückgängig machen. Aber hier irgendwo, ja? Okay, also ich werde für immer den König dienen. Ich breche mein Versprechen und verschwinde, ja? Basically, ja. So könnte man das sagen, ja? Also du dienst der Krone und sagst, ja, ich werde mein Leben für den König hergeben und dann in den entscheidenden Moment, wo es halt darauf ankommt, sagst du, nö, viel Spaß ihr Trotteln, schön war's bei euch, danke, Wiedersehen. Ja. Hier gibt es übrigens wieder ein kleines Secret und zwar genau da. Und hier ist nämlich wirklich auch was Gutes versteckt, unter anderem ein Ring. Und glaubt mir, Ringe sind immer was Gutes. Ja. Und ein sogenannter Sternsaphir, der, glaube ich, sehr, 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 sehr viel Gold wert ist. Ja. Auch bei diesen Gegenständen habe ich euch, glaube ich, nie gezeigt. Steht auch immer so eine kleine... Ohr juckt, ja. So eine kleine Erklärung, was das halt ist, ja. Und ich glaube, ein Sternsaphir ist verdammt viel Gold wert, ja. Ich glaube, so 600 oder 800. Hängt natürlich auch wieder damit zusammen, wie gut euer Ruf ist und bei wem ihr es verkauft, ja. Weil unterschiedliche Händler bieten euch halt auch unterschiedliche Preise an, ne. Okay, also das ist immer noch das, was Tommy da zuletzt geschrieben hat, ja. Gut, ich habe zwar gesagt, ich möchte mich ausruhen, ja, aber auch halt nicht zu viel Zeit verlieren, ja. Zumindest möchte ich heute schauen, dass ich es bis Richtung Räuberlager in Kapitel 3 schaffe und wir das vielleicht fertig machen, ja. Weil selbst Miras Nebenaufgabe wird dann ein bisschen länger dauern. Ah, das ist das Skelett von vorhin, ja. Der Rede wert, ja. Also Niras Nebenaufgabe wird jetzt nicht Ewigkeiten dauern, aber es ist etwas, was ich halt, ja, ich habe es unserer Magierin in der Gruppe versprochen gehabt und ein Versprechen soll man nicht brechen, bekanntlich, ja. Weil ich glaube, wenn ihr zustimmt, ja, dass ihr sagt, okay, wir machen das, Nira, kein Problem, und ihr unternehmt dann wirklich nichts, ja. Ja, ich glaube, dann wird sie böse, ja? Was willst du schon wie? Schon wieder? Quatsch mich an! Das ist der, ich glaube, das ist der Slogan in diesem ganzen Playthrough auf Twitch hier, bald es geht, ja? Jeder kommt und quatscht mich an. Wartet mal einen Moment, ich muss mit euch reden, es ist sehr wichtig. Sicher, was habt ihr zu sagen, Gnom? Danke, lasst einen alten Mann erstmal Luft holen. Also darf ich mich vorstellen, ich bin Hafis. Hafis bin Vitato. Boah, nicht, dass ich nur Schluck aufkriege, ja. Astrologe, Wissenschaftler und Magier. Und wer bitte seid ihr? Seid ihr das Wahnsinn? Ich sage euch meinen Namen nicht. Ihr könntet ein verrückter Mörder sein, was weiß ich. Davon hat es das Wissen die Götter schon genug gegeben. Verschwindet, alter Mann. Nun gut, er ist ja auf uns zugekommen und hat seinen Namen gesagt. Also denke ich mal, es ist nur fair, wenn wir ihn mit diesem Namen erwiesen. Mein Name ist Slock, ja? Also ich heiße Slock, ja? Slock, ja, das ist der Name, an den ich denke. Ich habe euer Gesicht in meinen Träumen gesehen. Wenn ich von euch träume, geht es immer um Mord und Totschlag. Und dann gibt es da noch einen, der alles beobachtet, einen bösen Mann. Am Ende geht immer einer drauf, ihr oder ich? Das alles ist so merkwürdig, dass ich euch treffen sollte, denn ich träumte oft von euch. Ihr müsst etwas ganz Besonderes sein. Erzählt mir von euch. Vielleicht kann ich euch helfen. Ha? Irgendein willkürlicher Gnom mitten in der Wildnis, der mehr über uns zu wissen scheint wie wir? Ich meine, das, was er gesagt hat, ist nicht ganz unrecht oder nicht ganz falsch, ja?
Überall, wo wir langgegangen sind, bis jetzt war eigentlich hauptsächlich Mord und Totschlag, ja? Und dann gibt's da noch einen anderen Mann. Jetzt ist die Frage, redet er von Gurion oder von dieser gepanzerten Gestalt ganz am Anfang, ja? Es gibt einiges zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, auf alle Einzelheiten einzugehen. Ich lebte früher mit meinem Vater Gurion in Kerzenburg. Vor einiger Zeit mussten wir fliehen. Es scheint, als gäbe es jemanden, der unbedingt meinen Tod will. Bei dem Versuch, mich zu töten, tötete er meinen Vater. Es tut mir leid, dass ich solch schmerzliche Erinnerungen wachrufe. Ich möchte euch helfen und gleichzeitig diesen Träumen, die mich plagen, ein Ende setzen. Hier, nehmt das. Lest diese Schriftrolle, wenn ihr gegen die Sex kämpft. Mit dem Mörder eures Vaters dienen und sie wird euch für euren Zorn beschützen. Nun lebt wohl. Vielleicht werden wir uns wieder treffen. Schutzformel. Yay. Aber leider nicht identifizierbar, was das ist. Was für weirde Leute, ja. Ja, sowas gibt es auf den Forgotten Realms, ja. Es kommen einfach immer wirklich willkürlich Leute zu einem her und sagen, quatsch mich an, ja. Wobei, das sei mal kurz gesagt, ja, das möchte ich ganz gerne mal herausfinden, ja. Genau, ja. Diejenigen, was mich kennen, wissen ja, dass ich ein Dungeons & Dragons Fan bin. Wer jetzt gedacht, ja. Und hier zum Beispiel steht dabei, in welchem Monat und in welchem Jahr man sich befindet hier in dieser Welt, ja. Also nicht vergessen, dass hier ist Dungeons & Dragons 2.5 oder Advanced Dungeons & Dragons, ja. Hier steht 23. Mirtul im Jahre 1368, ja. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann spielt irgendwie die 5. Edition schon im 15. Jahrhundert, ja. Das heißt, die Zeit ist hier ebenfalls weiter vorangeschritten in dem Spiel, ja. Und das heißt, dieses Spiel spielt quasi so ungefähr 200 bis 300 Jahre nach diesen Abenteuern, die es von D&D 5 gibt, ja. Okay, also ich werde für immer den... Achso, das ist immer noch das, was Tommy da geschrieben hat. So, ich glaube... das ist die Stelle mit Krill da oben, ja. Müsste sie sein, ja. Ja, alles gut, Tommy, ja. Mein Handy hat nur gerade etwas gebuffert, deswegen habe ich gedacht, es hätte jemand was geschrieben. Aber hier haben wir das mit Samuel, ja. Wie geht's? Wie steht's? Haltet bitte einen Moment inne, edle Wandersleute. Verzeiht mein Aussehen, aber ich laufe jetzt schon seit mehr als einer Woche durch die Wildnis. Ihr müsst mir helfen. Mein Freund ist schwer verwundet und er stirbt, wenn ihm nicht bald jemand hilft. Bitte helft uns. Tut mir leid, meine Dame, aber dafür haben wir keine Zeit. Wie heißt dieser Freund von euch? Er heißt Samuel. Werdet ihr uns helfen? Ja, werden wir. Wo steckt dieser Samuel? Da ist er, hier auf dem Boden. Das ist Samuel. Er ist so krank. Ich weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat. Könntet ihr ihm zum freundlichen Arm bringen, wenn ihr ihn zu Gelana Spiegelschatten im Tempel der Weisheit bringen würdet? Könnte sie ihm helfen? Könntet ihr das bitte tun? Wir bringen ihn zum Tempel der Weisheit, aber nicht umsonst. Na gut, wir bringen ihn zum Tempel der Weisheit beim freundlichen Arm. Tut mir leid, Mädchen, wir haben keine Zeit. Ja, komm, wir machen das, ja. Danke, tausendmal danke. Seid vorsichtig, wenn ihr ihn aufhebt. Bringt ihn bitte sofort in den Tempel. Ich weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat, ja. Ha, decisions over decisions. So, jetzt haben wir einen Leichnam im Körper. Das ist der Körper von Samuel. Und diese Quest ist time-sensitive, Leute, ja. Das heißt, ihr habt, glaube ich, nur... Puh, ja, lasst mich überlegen. 2 oder 3 Tage oder irgendwie so etwas Zeit, ja, ihn quasi jetzt zum freundlichen Arm zu bringen, ja. Wie ihr sehen könnt, bis zum freundlichen Arm sind es von hier 40 Reisestunden, das alleine sind schon einmal fast 1,5 Tage, die da drauf gehen können dabei, ja. Kommt ihr später, dann habt ihr die Quest halt verschissen, aber wir werden schauen, dass wir ihn retten können, ja. Ist zwar wieder etwas, was mich so ein bisschen von meiner Linie abbringt, aber hey, wir werden einiges an Erfahrung dafür bekommen, ja. Außerdem unter anderem auch wieder etwas Ruf, weil so wie Species das gesagt hat, ja, möchte ich mal schauen, dass sich die Händlerpreise etwas verändern, ja, damit wir ein bisschen... Gute Güte, kriegt euch wieder ein, Leute, ja. Dass wir da so ein bisschen die Händlerpreise wieder normalisieren können, ja, um uns mal so ein paar der besseren Gegenstände kaufen zu können. Unter anderem zum Beispiel eine Rüstung für Imon, die es ihr dann leichter macht, als Dieb sich im Schatten zu verstecken, ja. Das wäre, nehme ich mal, sehr, sehr hilfreich, wenn die Gute das kann. Ein bisschen flüssiger und solider halt, ja. Jo, ansonsten, glaube ich, gibt es aber in dem Gebiet dann hier nicht wirklich groß. Ich glaube, da unten, das kann man nicht aufdecken, das ist alles nur Gebirge, außer man hat einen Zauber. Es gibt, glaube ich, so einen Zauber, der nennt sich Spähen. Da könnt ihr quasi die...
die Map von Haus aus erkundschaften, ja. Ja, ich weiß, Minsk, wir machen doch gleich dann eine Pause. Jetzt musst du erst noch mal ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Das ist... Das Wanders ist des Müllers Lust. Und du bist Abenteurer? Ja, es gilt für dich auch, Vikonia. Hört's auf zu ranzen, hört's auf zu meckern. Es ist einfach so. Warte. Ja, da möchte ich nur speichern. Dann können wir das nämlich gleich hier angehen, ja. Wen haben wir denn hier? Ich dachte, dass wenigstens ihr über mein halborkisches Blut hinwegsehen könntet, Kröll. Nun sehe ich, dass ihr genau wie die anderen seid. Vielleicht war Senjak einfach zu hübsch, um ihn zu ignorieren. Aber darum habe ich mich bereits gekümmert. Ja, Senjak und Dorothea haben wir quasi schon gelüncht, ja. Jemand musste geopfert werden, um den Verdacht von den übrigen abzulenken. Und Simeon hat euch gewählt. Abgesehen davon seid ihr offensichtlich entkommen. Es gibt also gar keinen Grund für Rache. Das ist unter eurer Würde, Dorn. Seid nicht so kleinlich. Kleinlich? Ihr habt mich in Luskan zum Sterben zurückgelassen. Das werde ich euch nie vergeben. Kämpft und sterbt, Kröll. Erzürnt niemals den Zorn eines Halborks, ja? Sei er jetzt gut oder böse, ja? Geht euch, was wirklich um euch herum geschieht, Dorn. Erhebt euch, meine Kinder. Erhebt euch und labt euch an den Lebenden. Netter kleiner Trick, Krill, ja? Ah, sie zaubert auch, sie eröffnet gleich mit Schrecken. Das finde ich jetzt aber reichlich uncool, ja? Moment. Wir werden das... Okay, passt. Das ist eh niemand davon getroffen oder betroffen worden. Das ist gut, ja. Gut. Die KI ist ausgeschaltet. Vikonia, du machst mal... Oh. Das klang jetzt reichlich strange. But who cares, ja. Dorn da rein. Senkt mal die ganzen... Ja. Die ganze RK. Du zauberst hierhin. Mira, du gehst da mal in die Richtung. Ist gut, ja. Du kannst aufhören, dich quasi auf das Vertreiben zu konzentrieren, ja. Perfekt, ja. Hatten wir nicht. Oh, du hast Vikonia verlangsamt. Und mich und Dorn ebenso, ja. Boah, der Blitz haut, der Blitz brezelt aber rein, ja. So, aber jetzt können wir da voll Karacho drauf, ja. Das nützt nichts, Grill. Wir sind gegen Furcht gefeit, ja. Habe ich extra Achthilfe davon geschafft, ja. Yay, wartet nur mal ein bisschen. Ich stürme gleich mal in den Kampf. Ja. Zwar in extremer Slow Motion, aber hey, was soll's. Ja? Ich kann euch leiden sehen, Krüll. Ich kann sehen, wie sich eure Seele im Abyss windet. Von all jenen, die mich verraten haben, seid ihr diejenige, deren Leid mich am meisten erfreut. Kaum jemand würde so schlecht über die Toten sprechen, Dorn, ja? Ich nehme an, dass ihr das metaphorisch meint, Dorn, oder könnt ihr wirklich in den Abyss blicken? Nicht im herkömmlichen Sinn, dass ich es mit meinen Augen sehe. Ich kenne andere Wege, dorthin zu blicken. Genug davon. Lasst uns die Leiche plündern. Liebend gerne, weil wieder looten und leveln, ja? Nicht auslassen hier. Jo, hi Arsehole! Servus! Ach ja, sein Gepäck ist voll. Naja gut, das ist dein Rachefeldzug, Dorn, also kannst du dir das Zeug selber mitnehmen, ja? Diese Nachricht, lass sie mich lesen. Da ist ja meine Waifu. Simeon, dieser Bastard. Schnell, wir müssen uns beeilen. Seid ihr nicht besorgt, dass er euch erwartet? Er könnte euch eine Falle stellen. Das spielt keine Rolle. Ich werde jeder Falle entkommen, die sie mir stellen. Und jedes Hindernis überwinden, das sie mir in den Weg legen.
Ich bin klug genug, nicht den Worten derer Glauben zu schenken, die ich bereits erledigt habe. Aber ich spüre, dass es wahr ist, dass er den Befehl gab. Simeon muss sterben. Gut, wir haben jetzt den Brief noch nicht gelesen. Das werden wir gleich mal herausfinden, was dann ist. Er lud Krill ein, sich ihm anzuschließen. Es ist anzunehmen, dass er auf euer Kommen mehr als noch vorbereitet ist. Schmeckt euch die Rache nicht mehr? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr eine Herausforderung ablehnen würdet. Bis jetzt wart ihr ein fähiger Anführer. Ich werde auch immer ein fähiger Anführer bleiben, Thorn. Hüte deine Zunge, ja? Darf auch mal sein, ja? Seit knackigen 2 Stunden wach. Damn, ja? Wie lange hast du bitte denn gemacht, Arsehole? Ja, dann sag ich einfach mal guten Morgen, ja? Vielleicht bin ich vorsichtiger als ihr, Thorn. Meine Stärken und Fähigkeiten basieren darauf. Lasst uns weiterreisen, ja? Ich schlage niemals eine Herausforderung aus. Also gut, lasst uns Simeon finden. Hey, kommt! Ich brauch Baldur's Gate 3. Ja, nicht nur du. Auch ich brauch's endlich. Aber ja, es ist leider so. Early Access leider, ja. Ich schlage niemals eine Herausforderung. Ja, kommt, wir nehmen das, ja. Wir sind ebenfalls ein Halborg. Wir sind ein Halbblut, ja. Wir sind Kämpfer. Wir stürmen vor, ja. Gut, dann lasst uns mal schnell den Brief lesen. Krill, bitte lasst euch durch diesen Brief nicht beunruhigen. Ich will euch kein Leid zufügen. Vielmehr bedauere ich es außerordentlich, dass euch mein Verhalten dazu brachte, vorzugehen. Ihr sollt wissen, dass unser alter Freund Dorn aus seiner Zelle in Luskan entkommen ist. Seitdem hat er mehrere Mitglieder der alten Gruppe ausfindig gemacht und mit dem Schwert gerichtet. Zweifellos rutschen unsere Namen dadurch allzu bald an die Spitze der Todesliste. Glücklicherweise habe ich seit unserer letzten Begegnung einen mächtigen Verbündeten gewonnen. Meine Männer und ich warten in einem Versteck unmittelbar vor Baldurs Tor. Wenn auch ihr der Ansicht seid, dass zahlenmäßige Überlegenheit Sicherheit bietet, schließt euch uns dort an. Zu vieles blieb bei unserer letzten Begegnung ungesagt. Ich würde mich freuen, wenn wir dies nachholen könnten. Bitte beeilt euch. Mir kam zu Ohren, dass Dorn bereits in diesem Moment, da ich diese Zeilen schreibe, die Schwertküste durchschreift. Gezeichnet Simeon, ja? Okay, also so wie Dorn gesagt hat, er scheint so ziemlich der Drahtzieher dazu zu sein, die was ihm dort hinter oder verraten haben in der Zelle, ja. Ich brauche eher für noch einen neuen PC, bevor ich mir es irgendwie kaufe. Auf meinen ist die Sims 3 das höchste der Gefühle. Ja, dann solltest du definitiv so ein klein wenig die Hardware dann höher schrauben. Bei meinen brauche ich mir da keine Gedanken machen. Ich glaube, das sollte... Also höchstens, wenn ich es vielleicht in 4K spiele, aber ich sag ganz ehrlich, fuck 4K. Komplett unnötig in meinen Augen, ja. Und, also wenn ich es wirklich in dem Spiel, dann könnte das Ganze an die Grenzen gehen, weil, because, my gosh, this game looks beautiful, ja. Ich meine, Divinity Original Sin hat schon toll ausgesehen, ja. Aber mit Baldur's Gate haben sie quasi da wirklich noch einmal gezeigt, was sie für Grafikmuskeln haben, ja. Da bei Larian Studios. Und, ach... Es ist einfach so, ach, herrlich, ja. Inwiefern aber Baldur's Gate 3 halt viel jetzt da hier mit Baldur's Gate 1 und 2 zu tun hat, ja, in der Story, weiß ich nicht, ja. Ich habe nur gelesen zum Beispiel, weil sie das mal in einem Tweet gemacht haben, ich folge ihnen ja auf Facebook, ja. Ich zock halt sonst nur PS4. Ah, okay, na dann verstehe ich natürlich, dass man sagt, ja, ich brauche jetzt nicht diesen Hyper-Ultra-Rechner. Ich war auch einmal so, dass ich früher viel mehr auf Konsolen gespielt habe, ja. Mittlerweile aber für mich ist dieses ganze Konsolen-Marketing, was da stattfindet, ja. Ja, das ist für mich einfach nur noch mehr Abzocke, ja. Und Konsumentenverarsche, ja. So, ich mache eine Pause von meiner FF12-Liste für Votings. Brauche ja nicht morgen, sondern erst in Zukunft irgendwann. Jo, dann freut mich, dass ich dir da sogar ein bisschen Kreativität geben konnte, Tommy. Ja? Alleine nur durch dieses Spiel. Das ist immer schön zu hören, dass dieses Spiel für irgendwelche Sachen zu gebrauchen ist. Ich meine, das Spiel ist alt, ja. Keine Frage, man sieht es, ja. Und das Gameplay mag vielleicht jetzt nicht für jedermann sein, ja. Für mich ist es aber einfach so, ja, das ist das höchste der Gefühle. Immer wieder hier zurückzukommen auf die Schwertküste, ja, und sie quasi von Kreischlingen und aller antiken sonstigen Unrat zu befreien. Das ist der Stoff, aus dem Abenteuer gemacht sind, ja. What the hell, wieso sind hier so viele Kreischlinge? Naja, Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Was ist das? Schutz vor Bösen.
Kommt, schlagt sie zu Klump. Allesamt, ja. Wunderbar. Auf das kann. Mittlerweile merkt man schon, dass unsere Gruppe Power hat, ja. Es ist eher eine absolute Frechheit, dass man für Online-Gaming auch noch extra zahlen muss. Ja, das ist nämlich auch das nächste dann bei den Konsolen, ja. Ich sei es jetzt Nintendo, Xbox oder PS4, du darfst dann immer noch extra dafür zahlen, dass du irgendwie online spielen darf, ja. Und den Luxus brauche ich auf dem PC nicht. Zum Glück nicht, ja. Mich stört es meistens nicht, weil ich fast ausschließlich Singleplayer spiele. Nun, ja, also früher habe ich auch mehr online gespielt, ja. Aber I get the idea. Es muss einfach nicht sein, ja. Ich meine, man bezahlt das Geld für die Konsole, ja. Man bezahlt das Geld für diesen ganzen anderen Chucky-Quacky, was dabei ist, ja. Und dann wollen sie noch, wenn du sagst, du willst online mit anderen Leuten spielen, dann sagen sie, give me money, give me money, give me money, give me money. Nein, nein. Für mich, und früher habe ich das eigentlich belächelt, ja, weil eigentlich bin ich immer auf dem PC groß geworden, teilweise auch durch meinen Vater, ja. Weil der hatte mal so eine Phase, wo er halt wirklich auch, nein, damals, ja, da reden wir von 16 Megabyte Grafikkarten und so etwas mit 3D-Beschleuniger. Ich meine, yay, das war das Nonplusultra damals, ja. Der hatte halt auch so eine Phase, wo er sich da so richtig reingesteigert hat, ja. Und ja, ich war damals auch schon mehr auf dem PC zu Hause. Konnte mir aber dann natürlich selber keinen PC leisten, weil die Dinger sind halt doch teurer als wie eine Konsole. Das heißt, sie haben halt schon ihre Daseinsberechtigung und ich hasse halt, also jetzt nicht, dass ihr glaubt, ich hasse Konsolen. Nein, überhaupt nicht, ja. Konsolen sind toll, ja, für das ganz normale, legere Spielen und so. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das Zeug da mal da reingeben. Aber für mich mittlerweile ist es heute einfach so, wie das Ganze da stattfindet, rund um die Konsolen mit, hey, hier haben wir eine PS5, die ist absoluter Schrott, weil die rennt dauernd heiß. Ach, Sony weiß ja erst seit der PlayStation 1 im Prinzip, dass die Konsole immer wieder die Probleme hat, heiß zu rennen. Naja, egal, ja. Ich meine, alleine auf diese bescheuerte Idee zu kommen, ja, jetzt nur auf die PS5, sie haben zuerst das Design entwickelt und dann die baulichen Komponenten dazu gegeben, nur um dann herauszufinden, dass diese Komponenten nicht in dieses Design passen, ja. Aber das Design konnte man natürlich jetzt nicht mehr ändern, weil das war ja schon fix, ja. Ich meine, das, na, also bescheuert, ja. Ich kenne mich halt leider null aus mit PC und mir wäre es zu mühsam, den immer aktuell zu halten für die Spiele, die ich will. Ganz ehrlich, Arsold, das macht sich alles von selber, ja. Jedes Spiel, was ich habe, hält sich von selber einfach aktuell, wenn irgendwas kommt, ja. Alles, was du brauchst, ist Steam. Und wenn in Steam ein Update kommt, sagt er dir das für das jeweilige Spiel, ja. Und ja, du kannst es downloaden, ja. Meine PS3 ist so oft heiß gelaufen, ohne logischen Grund. Außer die Komponenten selbst, ja. Die PS5 ist eher ein Beat. Ja, vor allen Dingen, ich finde die PS5, ob man sie jetzt mag oder nicht, ich möchte ja jetzt da absolut kein... Wie soll ich sagen? Boah, war das laut, ja. Ich möchte jetzt absolut kein Console War oder sonst irgendwas stattfinden. Wie gesagt, ich habe ja selber eine Konsole, ich habe eine Nintendo Switch, ja. Und ich hatte ja selber auch eine Xbox 360. Geiles System, ich habe sie geliebt, ja. Ich habe sie auch immer noch, ja. Ich hatte eine Xbox One, aber was mir halt einfach so auf den Keks geht, ist, man merkt einfach, wie schnell sich diese ganze Technik und Hardware so schnell entwickelt, ja. Und dann geben sie den Leuten eine PS5. Und vielleicht nicht einmal anderthalb Jahre später kommen sie daher und sagen, ja, hier ist die PS5 Pro, macht 500 Euro, ja. Ich meine, was zur Hölle, das ist Konsumentenverarsche, ja. Dann entwickel gleich eine Konsole auf den Stand einer PS5 Pro und bring nicht irgendein Produkt raus, was zu dem Zeitpunkt schon veraltet ist und keiner will. Das ist Schwachsinn, ja. Mein PC wurde direkt vom Händler zusammengebaut und ich konnte aus der Seite nachvollziehen, welche Spiele die Grafikkarte und der Prozessor packen. Well, true. Bei mir hat zum Beispiel mein Freund geholfen. Der hat mir gesagt, ja, weil ich habe jetzt eine 1080er Grafikkarte mit 8 GB drin. Mittlerweile ist das halt auch schon outdated, aber der Rechner steuert jetzt auch schon auf seine 5 Jahre zu oder so, ja. Aber alles, was ich habe, kann ich auf maximalen Settings spielen. Ohne Probleme oder sonst was, ja. Ich meine, sicherlich, hier und da gibt es vielleicht mal ein kleines Schluck auf, ja. Aber ansonsten läuft. Der Kübel,
das scheiß Plastik klumpert, läuft, ja. Und das ist alles, was ich möchte, ja. Ich komme jeden Tag daheim hin, setze mich hin zu meinem PC und zock. Und mehr brauche ich nicht damit, ja. Sicherlich könnte ich das mit der Konsole auch machen, aber da habe ich dann irgendwann mal das Problem, dass einfach die Spiele, die entwickelt werden, natürlich immer auf die aktuellste Generation entwickelt werden, wie PS5 Pro oder weiß ich nicht, Xbox One X oder sonst irgendwas. Und dann kannst du einfach mit einer grottigen Framerate hier von 30 FPS oder 20 FPS in irgendein Spiel rumzuckeln, ja. Weil es das ist, was deine Konsole schafft. Und da sage ich, nein, fuck it. Da spiele ich nicht mehr mit, ja. Am PC mit neuen Komponenten ist doch das gleiche. PS4 Pro nach 4 Jahren, PS4 Laufzeit, okay. Na, finde ich nicht. Die Konsole hat für mich einfach eine zu kurze Lebensdauer mittlerweile, ja. Aber jedes neuere Spiel läuft eh auf der Standard. Am PC ist es doch jetzt sagt das gleiche Ding. Ja, sicherlich rendet die Technik weiter, ja. Aber versuch einmal, 5 Jahre später ein Spiel, was für PS5 Pro entwickelt worden ist, auf einer normalen PS5 zu spielen. Good luck, ja. Das Zeug ist scheiße, ja. So leisten ein PC kann 8 Jahre lang ohne Upgrade alles spielen? Nein. Aber er hat mittlerweile eine deutliche Langlebigkeit als eine Konsole, ja. Aber hier haben wir das mit der Nebenquest mit Samuel, ja. Große Güte, es ist Samuel. Sein Zustand ist sehr schlecht. Ich bin froh, dass ihr ihn zu mir gebracht habt. So ein guter junger Mann. Warum hat er sich bloß von Lena überreden lassen, aus der Faust zu desertieren? Aber was soll's? Da kann man nichts mehr dran ändern. Ganz im Gegensatz zu seiner Gesundheit. Hier nehmt das als Dank für euren Dienst ein paar Tränke mit auf den Weg, ja? Und wenigstens gibt's eine Rufverbesserung auch noch, ja? Heldentrank, Heilungselixier, ja? Sony-Konsolen haben im Schnitt eine Laufzeit von 8 Jahren. Vergleichs, wie lange hat die PS4 überlebt, bevor die PS4 Pro kam? 2 Jahre? Und das ist das, was ich meine, Sion, ja? Keiner kauft mehr oder verkauft den alten Schrott, ja? Das war mit der Xbox dasselbe, ja? Xbox One, Lebensdauer, 2 Jahre. Dann war's vorbei mit dem Ding. Und das ist für mich einfach, na, da spiele ich nicht mehr mit, ja? Da baue ich mir meinen PC zusammen für meine 1000 Euro, für die Sachen, was ich spiele, 5-6 Jahre Ruhe und das war's, ja. Na, ich finde das schon ein Problem. Also mit der momentanen Konsolengeneration, wenn ich das vergleiche wie, und ich möchte jetzt wirklich kein Hassgerede machen, vergleich die Lebigkeit einer PS3 und einer Xbox 360. Die Konsole hat fast 10 Jahre angedauert, ja. Ist okay. Und dann kommen sie mit Next Gen oder sonst irgendwas, was nicht mal wirklich Next Gen ist, weil, wow, ja, die Grafik ist jetzt hübscher und die Konsole hält genau 2 Jahre und dann hast du im Prinzip veraltetes Zeug drinstehen, ja. Aber auf das einfach keine Software mehr entwickelt wird, ja. Und sicherlich bei einem PC hast du das auch, die Technik rennt einfach unglaublich schnell weiter, ja. Komme ich da hin? Ich komme dorthin. 2 Wölfe, kein Problem, ja. Meine D1 PS4 habe ich seit November 2013 und sie spielt alles absolut vernünftig. Ja, das mag schon stimmen, ja. Schlimmer finde ich dann Nintendo eine Switch nach 3 Jahren wo ich nichts zum Spielen kann, was ich für die Wii U gekauft hätte. Ja, ich hatte auch eine Wii U. Das war, ja. Ich sag mal, ich habe sie doch ganz gerne gespielt gehabt auf der Wii U. Es gab einige Spiele, ja. Aber zum Beispiel die Xbox, es war ja so, wenn ich die Geschichte da so weiterführen kann, ja. Die Xbox hat sich meine Freundin gekauft, ja. Vollkommen legitim. Aus dem Grund, weil Tomb Raider, und hier kam's, ja, quasi Xbox Exclusive war, ja. Okay, sie kauft sich das. Was passiert ein halbes Jahr später? Das Zeug ist nicht mehr Xbox Exclusive, ja, sondern man kann es auch für den... Ich bin eh richtig, ja. Man kann es dann auch für den PC holen, ja. In meinen Augen ist so etwas dann Konsumentenverarsche, ja. Weil wenn ich sage, es ist zuerst Exclusive und es ist dann nicht Exclusive... Well, dann fuck it, dann scheiße ich auf das. Dann zahle ich keine 500 Euro für irgendein Marketing, ja, und
Ja, wie gesagt, ich könnte das ewig lang fortführen, ja. Gibt schon echt einige PS4-Spiele, die auf einer Nicht-Pro bescheiden liefen. Das fand ich schon komisch, aber ansonsten ist PC schon teuer und das Updaten verlangt jedenfalls mehr Wissen. Ja, es verlangt mehr Wissen, aber meine Güte, ja. Mein alter PC konnte nicht fixen, er ging auf seine 6 Jahre zu und würde noch zwei einige Spiele, die höchste Grafik gibt, aber auch Ausnahme. Ja. Tomb Raider war schon ab D1 nur 1 Jahr exklusiv. Ja, trotzdem, ja. Das ist meiner Meinung nach zum Beispiel schon einmal Fuck-Exklusivtitel, ja. Ich scheiß auf das, ja. Ich habe mir nie eine Xbox gekauft, weil ich sage, ich möchte Halo spielen. Oder ich würde mir nie eine PS4 kaufen, weil ich sage, ich muss God of War spielen. Fuck that, ja. Erstens einmal interessieren mich die Spiele schon einmal gar nicht, ja. Und, ja, also ich finde jetzt da irgendwie Exklusivtitel, ja. Ja, natürlich, es ist dazu gemacht, die Leute depper zu machen, ja. Okay, Nira, ja. Jetzt haben wir so lange da über dieses ganze Konsolen-War und sonst irgendwas, ja. Wie gesagt, wer es möchte, kauft euch eure Konsolen oder sonst was, ja. Ich spiele da draußen nicht mehr mit, ja. Ich habe meinen PC, mit dem bin ich happy, mit dem kann ich weitaus mehr machen als mit einer Konsole, ja. Nicht nur neben Zocken oder sonst was, ja. Außerdem bevorzuge ich meine 60 FPS, ja. Die brauche ich einfach, ja. Ich habe über euch nachgedacht, Slock. Positive Gedanken, hoffe ich. Zumindest keine negativen. Ich weiß nur nicht, woran ich mit euch bin. Warum habt ihr mir zum Beispiel geholfen, den roten Magiern zu entkommen? Schien mir das Richtige zu sein. Ihr brauchtet Hilfe. Eine holde Maid in Not zu befreien, gehört zur Arbeit eines Helden. Ah, klingt ziemlich schmalzig, oder? Ich hatte auf eine großzügige Belohnung gehofft. Ich wusste nicht, dass ihr pleite seid. Ihr habt mir nicht gerade eine Wahl gelassen. Das ist allerdings auch wieder wahr, ja. Nira hat einfach so, ja, da sind Räuber, bösartige Räuber, ja. Ja. Ich hatte ja auch nicht gerade die Wahl. Die roten Magier waren mir dicht auf den Fersen. Aber was war der wahre Grund? Die Wahrheit ist, dass mich eure Lage neugierig gemacht hat. Ich wollte mehr über euch wissen. Ein wenig Lohn wäre nett, ich hoffe immer noch darauf. Ihr brauchtet Hilfe und ich war zur Stelle, so einfach ist das. Ja, das erklärt es ziemlich einfach. Das ist alles? Ich dachte, an euch könnte mehr dran sein, als man auf den ersten Blick sieht. Bei mir ist das, was man sieht, auch das, was man bekommt. Ah, das klingt zu simpel, ja. An mir ist mehr dran, als was man auf den ersten Blick sieht. Wisst ihr, ich habe Tiefe und so, ja? Ja, ja. Hoffentlich. Ich nehme an, die Zeit wird es weisen. Okay, ich glaube, sie mag mich. Ich habe darüber nachgedacht, dass es ein Fehler sein könnte, andere auf eure Mission mitzunehmen. Jemand könnte euch verraten. Worauf willst du hinaus, Dorn, ja? Wer auch immer mich hintergeht, stirbt, ja? Muss ich anfangen, mich euretwegen zu sorgen, Dorn? Ihr könnt euch auf mich verlassen, solange eure Führerschaft stark und bestimmt bleibt. Wer sollte mich verraten? Ich bin doch so liebenswert. Wenn ich weniger schreibe, mini relaxed auf dem Schoß. Alles klar, ja. Nice, Tobi. Ja, dann streichel den Guten einmal ordentlich, ja. Hat er sich verdient, ja. So ein Fellknäuel braucht auch seine Streicheleinheiten, ja. Gibt es noch jemanden, dem ich nicht traue? Wer sollte... Ja, ich gehe mit dem. Ich bin doch so liebenswert. Ja, ihr fragt. Hört nicht darauf, was dieser Grobian sagt. Ihr wisst, dass ihr mir vertrauen könnt. Ah, ich glaube, Nira hat schon das Herz am richtigen Fleck, ja? Selbst wenn dem so ist, ihrer unbändigen Magie könnt ihr nicht vertrauen. Ihr Oberflächenbewohner vertraut meinem Volk sowieso nicht, ja? Papa Berg, ja. Die Drow dient nur ihrer dunklen Göttin. Was meinst du, Bo? Jemand stellt unsere Loyalität in Frage, ja? Er ist ein mächtiger Krieger, aber er liebt diese Maus über alles. Hey, Bo ist keine Maus, das ist ein Hamsterdorn, ja? Großer Unterschied. Schwanz? Stummelschwänzchen. Er wagt es, Bo eine Maus zu nennen? Nehmt eure bösartige Anschuldung zurück, wenn ihr nicht wollt, dass die mächtigsten Stiefel der Gerechtigkeit über eure rückwärtigen Landschaften hüpfen und springen.
Dorn immer nur am Anstacheln. Ja, Dorn ist so richtig. Ja, da kommt das neutral Böse durch. Ich bedrohe euren Hamster nicht. Also mich könnt ihr damit sicher nicht meinen. Sie ist ein dummes Kind. Well, ja. Sie hat ja auch außer Kerzenburg genauso wie ich nicht wirklich viel gesehen, ja. Wenn ich Drow höre, habe ich gleich wieder Out of the Abyss Flashbacks. Ja, das habe ich noch nicht gespielt, Arsol, ja. Seht ihr nun, dass ihr selbst jenen, die euch nahestehen, nicht trauen könnt? Das sind trostlose Aussichten, ja. Ihr wart schon vor Simeon allen gegenüber misstrauisch, oder? Ich schöpfte bei Simeons Bande nicht genug Verdacht. Sie verbargen ihren Hass auf meine halborkische Abstammung und machten mich glauben, sie wären meine Freunde. Ich werde nie wieder einer derartigen Selbsttäuschung unterliegen. Wir müssen keine Freunde sein, wir müssen einander nur vertrauen. Hm, ich glaube, der Satz hat Gewicht, ja? Möglicherweise können die Starken den Starken vertrauen. Aber das muss erst noch bewiesen werden. Ja. Und für den Fall, dass ihr das mitkriegt, dass sich immer wieder das Licht bei mir ändert, ja, das ist nicht, dass da irgendwie ein Lichtschalter eingeschalten wird oder sonst was läutet. Nein, das Wetter spielt schon wieder richtig auf April. Rauf und runter, ja. Dauernd scheint die Sonne, dann wird es wieder grau, dann scheint wieder die Sonne. Das ist gerade richtig nervig, ja. Okay, der Grund, warum ich hier hingegangen bin, ist nicht, weil ich jetzt da diese Feuerweinbrücke untersuchen möchte. Wenn ihr euch erinnern könnt, in Beregost hat es ja einen gegeben, der was gesagt hat, hier gibt es reichlich was an Schätze. Jetzt machen wir vielleicht irgendwann, nicht jetzt. Die Feuerweinbrücke dauert mir ehrlich gesagt zu lang. Vielleicht mache ich es auch offscreen oder irgendwas, das werden wir mal schauen. Aber was ich machen möchte ist, warst das nicht du? Nein, mit dir mag ich... Ach komm, Leroy, reden wir mit dem, wenn da schon irgendwo ein Typ einfach mitten im Nirgendwo steht. Hey da, ich bin Bendan. Und schon wieder, hey da! Ich bin Bendan, frommer Diener des großen gebrochenen Ilmatar. Folgt ihr dem Weg des weinenden Gottes? Nein, niemand von uns verehrt Ilmatar. Keiner von euch verehrt also Ilmatar. Nun dann werde ich das gleiche ändern müssen. Hört gut zu, ich erzähle euch von den Wundern, die auf euch warten, wenn ihr Ilmatars Glauben annehmt. Oh nö, bitte nicht so ein Gottesprediger, ja. Unter mir im Garten schreien ekelhafte Kinder rum, ja. Diese Aussage, ja. Nun, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist Ilmatar der Gott des Leidens. Die meisten Menschen stellen sich sofort darunter ein Leiden vor, das man selbst ertragen muss. Aber glaubt mir, die Geschichten, die ihr gehört habt, sind wahrscheinlich wild und unrealistisch. Am Ende kommt das Leiden im Dienste Ilmatars. Aber seht, dies ist das schönste aller Gefühle und es öffnet eure Augen für die Weisheit. Wer einmal im Dienste Ilmatar gelitten hat, wird seine Augen niemals mehr von den Übeln der Welt gegenüber geöffnet haben. Übel wie Habsucht, Gier, Lust, Uneinsichtigkeit und vor allem Magie. Mit Magie meine ich nicht die heilige Kraft, die Ilmatar spendet, sondern die bösen Mächte der Magier. Ihr seid todlangweilig, alter Mann. Wir gehen lieber. Entschuldigt, aber einige von uns sind Magier. Ja? Kinder, ja? Für was wohne ich neben dem Friedhof, wenn der nächste... Du hast das Ganze nicht bedacht, Arsol, ja? Das lockt Kinder erst an, die werden dadurch richtig neugierig, ja? Einige von euch sind Magier, Allah. Bei allem, was gut und heilig ist, haltet ein auf eurem bösen Weg. Magie führt zu Elend und Verderbnis. Ein Handwerk voller Sünde, auch wenn es mich schmerzt, mich hier in der Gegend solch abscheulicher Nekromanten zu befinden, werde ich mit meiner Predigt fortfahren. Wisst ihr, was mich das erinnert? Das ist so, wie wenn man in der Früh um 6 Uhr das Klingeln an der Haustür hört und dann stehen die Zeugen Jehova davor, ja? Kleine Story hatte ich schon mal, ja? Der hat mir gesagt, guten Morgen, ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Meine Antwort war, mein Gott schläft um die Uhrzeit, gute Nacht, ja? Und habe ihm die Tür zugemacht, ja? Ich brauche einen Nerfgun. Um ein Anhänger von Ilmatar zu werden, braucht ihr euch einzig eurer weltlichen Besitztümer zu entledigen. Ihr werdet die Welt durchwandern und an anderer Stadt leiden. Ihr werdet das Wort weitertragen, wie ich euch das Wort weitergetragen habe. Nun, was denkt ihr? Werdet ihr euch eurer Besitztümer entledigen und Ilmatar folgen? Nein, sicherlich nicht. Ich werde nicht meine ganzen Besitztümer ablegen, um irgendeinen dämlichen Gott zu huldigen. Klar doch, wir entledigen uns all unserer Besitztümer jetzt sofort. Wir sind Ilmatar treu ergeben.
Tut uns leid, Alter, aber da, wir haben Besseres zu tun, ne? Was ihr da erzählt, hört sich sehr interessant doch. Wir haben jetzt weder Zeit noch Lust. Wir wollen ja nicht unhöflich klingen, ja? Es tut mir leid, dass ihr so fühlt. Ilmata weiß, dass ich es versucht habe. Ich hoffe, euer junger und gutgläubiger Verstand ist nicht bereits durch die bösen Mächte verdorben, die die Welt durchstreifen. Lebt wohl. Oh, endlich. Ist ja schwierig, so einen Typen loszuwerden, ne? Did you hear about our Lord and Savior? Ja, the Savior is coming, ja? Das Problem ist es, diesen Lord und Savior zum Schweigen zu bringen, ja? Hey, Zombies, die hatten wir noch nicht, ja? Geht schon, drauf da. Dann mal schauen, wenn ich... Ich möchte jetzt auf jeden Fall... Ah, ich wollte es gerade erwähnen. Irgendwer müsste doch mal langsam wieder Level Up bekommen, ne? Splish. Minsk hat Level Up bekommen. Sehr gut. Das heißt, du gehst auf die Stufe 4 hoch, mein Bester, ja? Ah, ist das schön, ja? Gut, kann ich jetzt dann mal langsam nach Ardois Enklave? Nein, ich muss da ganz nach unten, ja. Oh Mann, das ist gerade so nervig. Ich möchte halt ja nicht die ganze Zeit jetzt durch diese Wildnis da durchstapfen, aber ich muss, ja. Und ich muss mich da wegen Nira drum kümmern, ja. Ah ja, so ist es halt. Das Abenteuerleben ist manchmal nicht einfach, ja. Gut. Gehen wir es erstmal durch. Wie schaut es aus mit Level Up? Ah, 13.000, 12.000 auf dem Weg. Viconia kommt. Ah, Imon können wir abstreichen. Nero dauert auch noch, aber zumindest ist Minsk. Ja. Minsk ist zumindest Level Up. Hey, was ist das für ein cooles Frosch-Emotion, ja? Wo hast du nur all diese hübschen Spielsachen her, ja? Ich möchte die auch haben, ja? Okay, ETV 0 reduziert um 1, Trefferpunkte 11 dazu. Passt. Kann ich mitarbeiten. 13 zu 17, vielleicht schaffen wir es noch sogar im Überlaufe unseres Playthrough quasi wirklich auf die Meisterschaft für Dual-Wielding zu geben, dann ist Minsk absolut Bombe, besonders mit diesen Streitkolben in der Hand. Ja. Aber ich möchte jetzt zumindest schauen, dass ich ja hier jetzt einfach durchkomme, ohne mich lange von irgendwelchen Gegnern aufzuhalten. Das Ganze hier mit dieser Feuerweinbrücke ist nämlich auch nochmal eine kleine Nebenquest, die ziemlich lange gehen kann. Ja. Und ja, dafür ist jetzt keine Zeit. Das können wir alles immer noch machen, irgendwann später, ja. Ich hatte damals in Deutschland auch eine interessante Unterhaltung mit den Zeugen Jehovas. Sie klingelt an der Tür unten und ich ging an die Sprachanlage. Ja, Jehova, schönen guten Morgen. Ich möchte gerne mit dir über Gott sprechen. Ich tut mir leid, ich bin nicht gläubig. Jehova, oh kein Problem, schönen Tag noch. Nun, wenigstens hat er es akzeptiert und hat gesagt, okay, wir ziehen weiter. Ich hatte auch schon welche, die haben ein Nein nicht akzeptiert, ja. Der hätte dort wirklich vor meiner Haustür, der hätte ein Zelt aufgeschlagen. Und auch das, warte, das muss ich mir mal anschauen, was ist das für ein Emoji, Sion, ja. Ah, Salut, ja. Ich hatte noch nie die Zeugen Jehovas da. Sei froh, da hast du nichts versäumt, Arsol, ja. Absolut nichts, ja. Ja, ich werde nur schauen, hier gibt's... Während ich hier bin, ich habe gesagt, ich möchte mich hier nicht so lange aufhalten auf der Feuerweinbrücke, ja. Aber es gibt eine Sache, die ich hier doch dennoch schnell holen möchte, weil es sehr gut anbietet, ja. Ja, unser Inventar wird langsam voll, ja. Aber das macht nichts, es geht sich alles aus, ja. Es gibt hier einen random NPC, den man quasi wütend machen kann und auch im besten Fall wütend machen sollte. Weil ihr dadurch nämlich wieder eines der besten Gegenstände im Spiel bekommt, so. Aber wie gesagt, Leute, nehmt mir das nicht übel von vorher mit euren Konsolen. Ich sag ja, jeder, der was sich eine kaufen möchte, geht mit dem Segen. Ja, da ist er, ja. Ich für meinen Teil habe einfach damit abgeschlossen, ja. Ich möchte es nicht mehr. Ich habe mit meinem PC einfach die Freiheiten, was ich haben möchte, ja. Und, ja, Opinion Thing, ja. Someone likes this and someone likes that, ja. Ich bin halt mehr auf die andere Seite. Damn, Tommy kommt mit seinem Roman wieder da hervor. Klein Tommy in der ersten Klasse hatte mal im Wohnzimmer und ich dachte, das sind sauwichtige Menschen, weil Zeugen so ultimativ klang. Da haben wir von einer Welt was erzählt, wo Tiere und Menschen in ultimativer Harmonie leben, wie Löwen und Menschen. Ich war naiv und hatte die Tür zulassen sollen, beziehungsweise die nicht reinlassen hätten dürfen. Ja, auch ich hatte mal den Fehler gehabt, ja,
so jemanden einfach meine Handynummer zu geben, ja, weil ich mir einfach gedacht habe, ja, der Typ ruft eh nicht an, ja. Aber der hat angerufen, ja, und das mehrfach am Tag, ja, und wollte immer wieder das Gleiche mit mir, einfach nur reden, ja. Und ich habe dann so gedacht, ich habe es auch, glaube ich, genauso gesagt, sag ich, Junge, hast du keine Hobbys, ja? Ist dir Fahrt im Schädel, ja? Willst du nicht irgendwas Besseres mit deiner Zeit machen, als wie das, ja? Danach hat er aufgelegt und ich habe nie wieder was von ihm gehört. Ich empfehle Ihnen dann einfach das Buch von Christopher Hitchens. Der Herr ist kein Hirte, wie Religion die Welt vergiftet. Ja, wenn man es mal darüber bedenkt, was hat Religion Gutes in der Welt hervorgebracht? Gar nichts. Außer Mord und Totschlag, ja? Seid gegrüßt, ihr Kleinen. Ihr seht aus wie erfahrene Reisende und einige von euch ausgezeichnet Kämpfer. Ich heiße Mailum und ich bin der fähigste Schwertkämpfer der Schwertküste. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Schließlich bin ich ziemlich bekannt. Nein, noch nie von euch gehört. Wir werden jetzt gerne weiterziehen, ja? Wenn ihr so ein bekannter Schwertkämpfer seid, warum lauft ihr dann in der Wildnis umher und seid nicht als Lumpen gekleidet? Ihr wollt mich beleidigen? Das solltet ihr besser nicht tun, oder ihr werdet das Metall meiner Klinge zu spüren bekommen. Wenn ich mein Schwert erstmal gezogen habe, muss ich bei meiner Ehre die Klinge wetzen. Nun, warum zieht ihr da nicht euer Schwert, damit wir sehen, wer der bessere Schwertkämpfer ist, ja? Ich glaube, der Typ ist auf Beef aus, ja? Absolutes Beef. Richtiges Beef-Jerky, ja? Doch, ihr tutet. Ihr werdet es bereuen, an meinen Fähigkeiten gezweifelt zu haben. Tut mir furchtbar leid. Ach, tut es das? Not so sure about that, ja? Wird Zeit, dass wir dem Typen mal so ein bisschen die Manieren einprügeln. Und da gehe ich einfach mal her. Warte mal, ich glaube, diesen einen Trank, was war der Brinker? Ja, Trank der Hügelriesenstärke ist komplett obsolet bei mir, weil ich habe schon 19 Stärke mit meinem Halborg, ja? Aber Minsk, wir können das ja mal so machen. Schauen wir mal, wer wirklich der bessere Schwertkämpfer ist, ja? Bieten wir ihm ein Duell an? Ich denke mal 1-1. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr solltet. So, beim Vertränken war ja nicht die Rede, nur von Schwertkampf, ja? So. Gucken wir mal, ob wir dich treffen können, ja? Und wie viel Schaden du machst, ja? Also richtig treffen tue ich aber auch nicht hier, ja? Jungs, das könnte ein bisschen länger dauern als geplant, ja? Slog, der Typ hat eine RK von, was, 5 oder 3? Es gibt's doch nicht, dass ich den nicht treffe. Ja, aber er trifft mich natürlich, ja? Komm, einmal so vielleicht. Vielleicht hast du jetzt mal gemerkt, Slog, ja? Du kannst es schaffen. What the fuck, Junge, Alter? Sicherlich, ja? Fuck you, Alter. Du wolltest Beef, jetzt hast du Beef, da. 6-1, du Arschloch, ja? Du willst mir erklären, dass ich dich nicht treffen kann mit deiner lumpigen Lederrüstung? Mir geht das überhaupt nicht gut. Naja, das machen wir schon, Slog, ja? Das überlebst du. So. Fick dich jetzt, ja? Ja. Den da. Den kannst du dir ganz tief voreinschieben. Ultra-Instinkt-Gegner, ja? Und da holt er seine ganzen 58 Brüder, ja? Ja. Ich bin halt Ausländer als Slog. Ich komme halt zu einer Schießerei mit einem Messer, ja? Okay, aber der Typ hat etwas, was ganz wichtig ist, und zwar Handschuhe. Das Gepäck ist voll. So, ich wollte eigentlich ein hübsches Schwertduell machen, aber unser Slog war zu dämlich. Es kann doch nicht sein, dass ich den mit 10, ich gut, 10 habe ich jetzt wegen der Stärke von 21, dass ich den nicht getroffen habe die ganze Zeit. Ja? Ah, es wird langsam Zeit, dass unser Slog auch mal eine bessere... Er ist explodiert, ja? Zu Schießerei mit dem Messer? Ja, kennst du nicht diesen blöden Spruch, Sion? Ja? Der Türke ist so dumm, der kommt zur Schießerei mit dem Messer angetanzt, ja. Kein Problem. Keine Ahnung, ob du den kennst, ja. Anders? Ich kenne das nur so, ja. Wie, du meinst zu einer Messerstecherei mit einer Pistole, oder was? Kenne nur mit einer Knarre zum Messerkampf, ja. Nein, ich kenne das andersrum, ja.
Du bist so dumm, du kommst zu einer Schießerei mit, sogar mit einem Messer angetanzt, ja. So kenne ich das, ja. Aber offensichtlich, ja, da gibt's dann doch wieder zwei Welten, ja. Ist ja egal, was jetzt richtig oder falsch ist. Ihr wisst, was ich meine, ja. Indiana Jones versus Pensischer Schwertkämpfer. Ja, so in etwa, ja. Gut, checken wir mal. Beziehungsweise, ja, oh ja, es ist 4 Stunden. Lasst uns vorher eine Rast machen, ja. Optimal, optimal. Da möchte ich hin jetzt, ja. Eichhörnchen, krä, krä. Träume ich oder hat das Eichhörnchen da gerade gekräht? Ich glaube, das bedeutet, dass er ganz in der Nähe ist. Wenn dieses Eichhörnchen nicht eine Krähe zum Vater hatte, würde ich sagen, es wurde erst kürzlich verwandelt. Warum sollte er eine Krähe in ein Eichhörnchen verwandeln? Vielleicht hat er doch nicht gelernt, seine Magie zu beherrschen. Vielleicht hat ihn das Eichhörnchen mit Fragen über unbändige Magie genervt. Auf jeden Fall plausibel, Nira. Wieso nicht, ja? Suchen wir nach einer logischen Sache, ja? Auf jeden Fall, das ist etwas, was es nur in der Enhanced Edition gibt, ja, von Baldur's Gate, ja. Ja, dieses Gebiet gab es im Original nicht, hier drüben, ja. Das kann man halt vielleicht daran erkennen, dass das Ganze etwas, wie soll ich sagen, matschiger und tristlos ausschaut. Das haben sie nicht irgendwie wirklich sehr hübsch rübergebracht, finde ich, ja. Aber zumindest ist es ganz nett, dass es doch neuere Gebiete dazu gab, ja. Ist immer schön, wenn ein doch so geliebtes Spiel vielleicht wieder mit ein bisschen Content dazukommt, ja. Hey, Goblins! König Rockdark! Sag König Rockdark, da sind Leute hinter Bagriffjek her. Müssen Bagriffjek beschützen. Augenblick mal. Wer ist dieser Bagriffjek? Eigentlich wollten wir mit Rockdark sprechen. Ihr dreckigen Goblins könnt euch ja nicht mal selbst beschützen. Sterbt. Das mit dem Beef von vorhin hat nicht ganz funktioniert. Darum ziehe ich erstmal ein bisschen den Rückzieher, ja? Augenblick mal. Wer ist dieser Bagriffjek? Bagriffjek ist Goblin-Gott vom Territorium und Keropa. Koopa. Kooperation? Keiner darf mehr zu Bagriffjek. Nein, du Scheißmaus! Rockdog beschützt ihn vor Fremden. Tut mir leid, Leute. Das war nicht ich, sondern die Maus hat versehentlich zweimal was ausgewählt, ja. König Rockdog beschützt ihn vor Fremden. Noch ein Mittelsmann. Ich hasse Mittelsmänner. Stirb, Mittelsmann. Okay, toll. Jetzt habe ich... Ja? Das ist leider dieses Leiden, was meine Maus momentan hat, ja. Wird erledigt. So. Ja, das war das mit dem Ei. Ich glaube, das bedeutet, dass er ganz in der Nähe ist. Vielleicht hat ihn das Eichhörnchen mit Fragen über Ja, meine Maus hat leider seit neuestem irgendwelche Probleme, dass wenn ich einmal drücke, ja, dass sie dann zweimal was auswählt, ja. Ich weiß nicht, wie sie das zustande bringt, ja. Aber sie macht es, ja. Und es nervt mich, ja. Und im Moment auch durch dieses ganze Corona, wie schon gesagt, ich glaube, in einem anderen Stream habe ich schon mal darüber geredet, ja. Ja, die Maus, was ich habe, ich bin da sehr eigen, was Mäuse angeht, ja. Und die hier, die gefällt mir. Und jetzt dürft ihr mal raten, welche es momentan nicht gibt. Die hier, die mir gefällt. König Rockdark. Sag König Rockdark, da sind ja, genau. Kooperation. In diesem Fall sollten wir wohl zu Bagriffjek gehen. Wir sind gekommen, um über Kooperation zu sprechen und Territorium und Zeugs. Das war das, was mir die Maus quasi ausgewählt hat, ja. Boah, ihr könnt Bagriffjek aussprechen, aber Kooperation verursacht einen Knoten in eurer Zunge. Ich möchte euren Anführer sprechen. Es muss ja bei Goblins immer einen Anführer geben. Keiner darf mehr zu Bagriffjek. König Rockdog beschützt ihn vor Fremden. Was, wirklich? Sie hätte es sowieso nicht. Oh. Sorry, Leute. Das war jetzt nicht geplant, ja. Das heißt, jetzt darf ich mich erst recht mit Goblins hier rumärgern, ne? Gott, die sind aber auch so gefährlich wie nasses Streichholz, ja. Töte sie! Ja, ich bin ja schon dabei, Sion, ne? Auf sie mit Gebrüll!
So, eigentlich würde ich euch ganz gerne mal den Rage von Minsk zeigen, aber gegen so Goblins wäre das reichlich, ja, wie soll ich sagen, Verschwendung? Zu dem Rage kann ich euch nur sagen, wäre es zum Beispiel so, dass ihr Diener hier in der Gruppe habt, ja, und sie würde euch zum Beispiel sterben, dann geht Minsk automatisch in diesen Tobsuchtrausch, ja. Und wie gesagt, der ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es könnte jetzt natürlich auch sein, dass das nicht funktioniert hat mit dieser Antwort, ja, weil ich zu wenig Charisma habe, ja. Das weiß ich natürlich nicht, ja. Es muss trotzdem erst einmal so ein bisschen da das Inventar. Warum trägt den eigentlich niemand? Bin ich bescheuert? Bin wirklich bescheuert. Moment, machen wir das mal so. Etwas Inventory Management ist leider angesagt, ja. Muss leider sein. Geht nicht anders jetzt. Doinks, doinks, doinks. Das kannst haben, genau. Da, warum trägst du den eigentlich nicht? Das ist doch Blödsinn von mir, ja. Das darüber, das darüber, das dorthin. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und ich glaube, mittlerweile sollte es auch so sein, dass das mit der Nebenquest bezüglich der, also Nebenquest, ja, diese Eisenknappheit, was ja da stattgefunden hat, ja. Ich glaube, das sollte jetzt, da wir diesen Donnerhammer, ja, also im Donnerhammer, ja, diesen Berun, wie auch immer er jetzt noch einmal heißt, ich kenne den Namen jetzt nicht mehr auswendig aus dem Kopf, ja. Tut mir leid, ich bin heute etwas matschig im Kopf, ja. Woran auch immer das liegt, ja, vielleicht am Wetter. Dass es mir jetzt so aufgefallen ist, obwohl wir doch mehrere kritische Treffer erzielt haben, ja, unsere Waffe nicht kaputt gegangen ist. Also entweder haben wir Glück, oder weil wir das mit den Fläschchen jetzt abgegeben haben, ja, dürfte diese Nebenaufgabe weitestgehend eigentlich erst einmal abgeschlossen sein, ja. So. Ja, jetzt sieht das Ganze hier schon deutlich übersichtlich aus. Nira, du bekommst das. Im Mond, du stopfst die Pfeile dahin, nimmst das daher, gibst den Pfeil noch, den Trank da zu Dorn. Und ja, dann sieht das weitaus, weitaus besser aus, ja. Doinks, 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 doinks. Ja. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Hätte ich jetzt mal gesagt, ne? Ah, ein Typ namens Markgräf, ja. Greift euch nicht an der Natur. Achtung, sie lauern zwischen den Bäumen, da hinter dem Fels. Nein, warte, das war nur der Schatten einer Wolke. Ihr müsst wachsam sein, sie kamen aus der Nix und jetzt sind sie überall. Also beruhigt euch doch, atmet tief durch und erzählt uns, was ihr gesehen habt. Goblins, sie fielen vom Himmel oder sprangen voll ausgewachsen aus dem Gras. Ich weiß ja auch nicht, alles was ich weiß ist, dass sie Rilsa getötet haben, als sie versucht hat, mit ihnen zu reden. Ich kann mich nicht allein gegen sie stellen, ne? Immer mit der Ruhe, ihr habt offensichtlich eine Menge durchgemacht, aber jetzt seid ihr sicher. Nun erzählt mir, was geschehen ist, ne? Ich verabschiede mich für heute hier. Danke für den Stream, viel Spaß und Erfolg noch euch. Ja, danke Tommy, ja, danke fürs Dabeisein, ja. Noch einen schönen Sonntag und ja, frohe Ostern noch, ja. Wisst ihr, ja, was geschehen ist, ja? Vergebt mir. Mein Name ist Markreb. Rilsa und ich warten seit Jahren über diese Gegend und wir hatten hier nie Schwierigkeiten mit Goblins. Seit sie getötet haben, bin ich vor Trauer halb besinnungslos, ja? Ich kann euren Schmerz verstehen, Markreb. Es ist hart, jemand des Geliebtes zu verlieren. Ah, macht Sinn als Antwort, ja? Vor ein paar Monaten macht es plötzlich Puff. Und dann waren da Goblins, soweit das Auge reicht. Zuerst sind sie beim Haus eines alten Magiers erschienen, aber dann sind sie in die Höhlen im Nordosten gezogen und haben ihn mitgenommen. Nicht viel später kam ein großer Hobgoblin und hat sich zum König des Stammes ernannt. Ich denke mal, mit diesem Magier meint er den Adoy, ja? Was wisst ihr über diesen alten Magier? Sein Name war Adoy, er blieb stets auf Abstand. Er sagte, er wolle uns mit seiner Magie nicht gefährden. Ich hielt das für eine Art Drohung, aber Rilsa meinte, er sei nur eigenbrötlerisch. Das ist der Mann, den wir suchen. Ein Moment mal, Magreb. Was meint ihr mit wahr? Er könnte noch am Leben sein, aber seit ihn die Goblins in ihre Höhle getragen haben, habe ich Adoy nicht mehr gesehen. Ich nahm einfach an, dass sie ihn getötet haben, so wie auch meine arme Schluchs Rilsa, ja. Könnt ihr mir noch etwas über diesen Hobgoblin erzählen?
Die Goblins nennen ihren neuen König Rockdog. Ah, das habe ich schon gehört. Anscheinend hat er sich zum Hohepriester einer ihrer Götter ausgerufen. Das klingt sonderbar. Rockdog, Gottrock, ob er göttliche Fähigkeiten hat, bestimmt kann er Felsen in Goblins verwandeln. Obacht, das ist einer, da ist einer unter euren Füßen. Ja, ich musste mir meinen Weg leider reinschnetzeln, ja. Keine Sorge, das ist nur ein Kieselstein. Könnt ihr mir noch etwas über diesen alten Magier erzählen, ne? Entspannt euch, ich werde mich um diese Goblins kümmern. Wo kann ich sie finden? Sie haben einige Höhen im Nordosten übernommen. Seid vorsichtig in dieser Gegend. Sie schicken so viele Patrouillen raus, dass ich es bisher nicht wagte, nahe genug heranzugehen, um Rilsas Leiche zu bergen. Arme Rilsa, sie wollte doch nur mit ihnen reden. Rilsa hätte wissen müssen, dass man mit Goblins nicht reden kann. Ich werde euch zeigen, wie man mit denen umgeht. Ja? Okay, das klingt definitiv skrupellos, ja? Aber wäre nicht hier Fehlplatz? Ja? Keine Sorge, ich werde allen auf den Grund gehen. Ja, alles klar. Ja. Okay, gut, dann wissen wir zumindest einmal, dass da irgendwo im Nordosten eine Höhle sein soll. Ja. Und was ich mir aber hier mehr an Gedanken mache, ist, ob ich das überhaupt schaffe. Weil... Ja, das kann schon ziemlich knackig werden, was diesen, sag mal, Anführungszeichen, Bosskampf hier stattfindet. Aber ja, wir werden aber schauen, wie wir da zustande kommen, ne? Ja, jetzt schalte ich mal die KI wieder ein. Dann können die da mal selber munter drauf kloppen. Weil ich glaube nicht, dass sich das ausgehen wird, dass wir bis dorthin ein Level up bekommen werden. Nee, 3000 Erfahrung kriege ich bis dorthin nie zusammen. Nope, nope, nope. This could be a problem, ja. Was haben wir denn an Gold mittlerweile? 7100, ja. Aber wir haben ja einiges an Tränke. Die könnten uns zumindest ein bisschen helfen, ja. Auf die werde ich wahrscheinlich auch zurückgreifen müssen, ja. Was haben wir denn noch so an Tränke, ja? Moment. Trank der Hügelriesenstärke. Er wäre definitiv was für Minsk, ja. Trank der Freiheit. Trank der Macht, das ist auf jeden Fall schnell. Unverwundbar kannst du den, nehme ich schon mal raus, ja. Die Heldentränke ebenso. Ich weiß, jetzt habe ich gerade... Sion, was ist das für ein Emoji? Pimmelpummeluff oder was? Pimmeluff! Ja, komm, Trank der Hügelriesenstärke, eine da damit. Ja. Der Rest kann hier so... Schutz vor Schwachsinn, Verwirrung, Furcht und Bezauberung? Ja, das kann auf jeden Fall nicht schlecht sein. Das gebe ich mal der Viconia, weil gerade wenn sie irgendwie mir aus dem Kampf entgleiten sollte, wird es schwierig, ja? Puffs Monster, ach so, Puffs Monster Back Air, ja, da ist was Wahres dran, ja? Die Disjointed Back Air von Pummeluff, ja? Warum auch immer sie damals bei Mili so disjointed gemacht haben, ja? Weiter, Männer! Ihr macht's das schon mit den Wölfen. Ich nehme erstmal einen Schluck, ja. Hey! This changes everything, ja? Viconia hat ein Level abbekommen, ja? Er stimmt, ich Trottel. Der war ja vorher schon bei 12.700. Ah, das ist gut. Also, mein, das ist jetzt kacke, weil der schießt jetzt mit Pfeil und Bogen auf mich, ja? Und ich kann nichts machen. Ich will nur wissen, was da hinten ist, ja? Was? Elch? Hey, Eichhörnchen, schau mal, wie ich einen Hasen aus dem Hut ziehe. Schon wieder? Kein Ass mehr im Ärmel. Presto. What the hell? Was geht hier ab, ja? Au. 19 Schaden durch Wucht vom Oger. Ich denke mal, wir werden dann auf jeden Fall noch einmal eine Rast machen müssen, ja. What the hell, ja. Was habe ich denn gegen Wucht, ja? E-4 auch noch sogar, ja. Ja, natürlich, der Oger hat gerade mit bei minus 8. Discord, ja. Es war Discord, ja. Schon wieder Wölfe. Naja, muss halt sein, ja. Ah, wir können uns vielleicht ein bisschen Lebensenergie so zurückholen. Wenn ihr halt nicht schon wieder Schaden erleidet durch den nächsten Wolf, der mich dann beißt, ja. Naja, macht nichts, ja. So, da war ja noch ein Goblin da drüben, ja.
Ah, da ist er. Er hat offensichtlich die Fährte aufgenommen, der Gute, ja. Splish. So, check mal das erst einmal ab, ja. Unser Slog braucht etwas Lebensenergie, ja. Aber die tut ganz minimal wenig, ja. Ja, noch einmal. Und wundert euch nicht, ja, das ist quasi von mir so eingestellt, dass jedes Mal, wenn ein Zauber gesprochen wird, ja, dass das Spiel automatisch passiert. Da habt ihr mehrere Optionen hier in dem Spiel, ja. Ich habe das quasi deswegen eingeschalten, weil, ja, es gibt ja jetzt ja wohl böse Caster, ja, auch in diesem Spiel. Und da wollte ich dann halt doch ganz gerne wissen, was die denn so auf mich schleudern wollen, ja. Dass ich halt dementsprechend dann gleich irgendwie reagieren kann auf das Ganze, ja. Aber dann sind wir zumindest, wenn wir das hier heute schaffen, zumindest bin ich am Überlegen, ob ich wieder eine kleine Pause dazwischen einlegen werde, ja. Aber Edois Eklave möchte ich zumindest fertig machen, ja. Damit wir uns dann wieder endlich auf die Hauptstory konzentrieren können, ja. Im Moment zieht mich das Spiel so ein bisschen von der weg, ja. Aber das habe ich eigentlich fast kommen sehen, dass das irgendwann passieren wird, ja. Weil dann möchte der was und dann möchte der was und dann... Ja, ist man dort in dem Gebiet und dann kann man das gleich mitmachen und ja, außerdem, unsere Gruppe braucht ja auch etwas Power, ja, Power und Leidenschaft in der ganzen Sache, ja. So, jetzt verstecke ich mich erst einmal da hinten, damit ich in Ruhe mit der Vikonia ein Level aufsteigen kann, ja. Was kriegst denn du, Gude? Thank God, ja, Zauber des dritten Grades, endlich, it's about time, ja. Zwei Stück, sage und schreibe zwei Stück, ja. Und hier, was nehme ich da? Striktes Day. Es ist, auf der Stufe 3 fängt es dann langsam an, interessant zu werden, was es für Zauber gibt. Ja. Heiliges Zerschmettern ist gut. Krankheit heilen, aber eine Lähmung aufheben kann nützlich sein. Magie bannen aber auf jeden Fall. Und wie ihr sehen könnt, hier sogar schon mittelschwere Wunden heilen. Quasi die verbesserte Version von leichte Wunden heilen, ja. Weil, wie ihr sehen könnt, das Ganze heilt dann schon 14 Trefferpunkte, während, wo ist das denn da, leichte Wunden heilen 8 nur heilt, ja. Magie bannen, kann ich euch schnell erklären, was das macht, ja. Im Basically, oder in der Kurzversion eigentlich, es entfernt quasi Schutzzauber oder anderweitige Effekte, die, mit der sich versucht, ein Magier oder sonst etwas einzudecken dabei, ja. Das heißt, ein Magier ist erst dann richtig stark, ja, wenn er natürlich sich gegen die Schwächen, die was er hat, schützen kann, ja. Und mit Magie bannen könnt ihr ihm quasi das Ganze von der, von seiner Haut quasi rüsten oder brüsten, sage ich mal, ne. So, somit er quasi im Kampf dann wieder nackt dasteht, ja. Sehr, sehr starker und mächtiger Zauber. Sollte man zumindest einmal immer im Petto haben, ja. Gibt sowohl als Kleriker-Zauber als auch als Magier-Zauber, ja. Wie viel Schaden hast du gerade bekommen durch den Pfeil? Goblin-Treffer. Moment, Moment. Der Minsk hatte doch fast voll, oder? 10 Schaden von... Willst du mich verarschen eigentlich, Spiel, ja? Man, ich hätte gedacht, das sind eigentlich nur Goblins, aber die machen mehr Schwierigkeiten, als was mir lieb ist, ja? Bei Heiltränke technisch haben wir auch nichts mehr. No's! Muss ich mal gesagt werden hier, ja? Immer wichtig, wenn ihr in Minsks Inventar reingeht oder so etwas, müsst ihr immer ein paar Mal auf Bo draufklicken, ja? Ja. Du's auf das, ja. Und dann kriegt er noch den Heiltrank. Und dann stehe ich schon erstmal wieder auch ohne Heiltränke da, ja? Ja. What a bummer, ja?
Aber muss halt leider sein, geht jetzt nicht anders. Ja. Ich werde jetzt sicherlich nicht zurückgehen und mich irgendwie mit Sachen eindecken. Ja. Was haben wir denn? Oh, mittlerweile ist unser Ruf wieder auf Durchschnitt, ja. Das heißt quasi, vom, der chaotisch-neutrale Kämpfer, ja, geht wieder so weit, dass er sagt, ah, im Moment möchte ich gut sein, im Moment möchte ich das sein. Ja, vielleicht kriegt er mal wieder so einen Anschwung von Brutalität rein, so wie wir das am Anfang hatten bei Beregost, wo ich einfach den flammenden Fausttypi umgefetzt habe, ja. Who knows, who cares, ja. Ja, später aber doch, jo, servus Oliver, ja. Herzlich willkommen im Stream. Ich bin gerade bei, hab mit einer Freundin die neue Attack on Titan Season geschaut, ja. Ah, cool. Und ist gut, ja, macht Spaß. Oder eher so, meh, nicht mein Fall, ja. Ich bin gerade dabei, quasi die Nebenaufgabe von Nira zu machen. Die von Dorn haben wir erledigt, ja. Die führt uns quasi jetzt rauf nach Baldurs Tor. Und für den Fall, dass da irgendwer mal die Interesse hat zu sagen, ja, Coven, warum gehst du nicht jetzt schon nach Baldurs Tor? So viel kann ich euch mal spoilern. Die Stadt ist am Anfang bis zu Kapitel 4 abgeriegelt. Das heißt, man kommt dort nicht hin. Weil ihr seht, hier gibt es eine Zugbrücke, ja, und die ist quasi hochgefahren, ja. Also ihr kommt nur quasi bis zu der Zugbrücke, ja. Ihr könnt zwar dort diese ganzen Nebenaufgaben, was es dort gibt, machen, ja, aber in die Stadt selber kommt sie erst mit Beginn von Kapitel 5, ja. Yes, Attack on Titan, ja. Ist wirklich gut, fucked up, aber gut, ja. Was habe ich verpasst? Ja, wie gesagt, ich mache die Nebenaufgabe von Nira. Dorn seine ist erledigt, ja. Ich hoffe mal, dass ich die von Nira schaffe, weil die kann nämlich doch ganz schön schwer werden. Weil ich ja weiß, mit welchen Gegnern wir es zu tun bekommen, ja. Könnte sein, dass hier sogar mal der erste Game Over Screen kommt, ja. Dann können wir den auch einmal sehen, ja, in unserem Playthrough, ja. Na, gibt's da irgendwas? Nichts. Cool. Ein Hauch von Tölen. Bewegst du dich daher? Noch mehr ein Hauch von Tölen. Wunderbar. Ja, der Fight. Ja, der ist wirklich knackig, ja. Also wenn man früh dorthin kommt, ja, und ein bisschen unprepared bei der Sache, der Fight ist echt knackig. Ich bin mehr als einmal verreckt. Ja, ich rechne fast damit, dass ich sterbe, ja. Aber schauen wir mal, ja. Ich muss trotzdem eine Rast hier machen, ja. Es nützt nichts, ja. Okay, so schaut es zumindest trefferpunktemäßig ganz gut aus, ja. Sion, was ist los, ja? Ist dir langweilig, ja? Du machst immer nur so diese schlafenden Emojis. So, jetzt sind wir zumindest in der Höhle von diesem Bagriffiek oder was angekommen. Oh Gott, noch ein Goblin. Nein, ich möchte hier versuchen, nicht wirklich... War, glaube ich, auf den... auf den Fight bezogen, ja. Kann nicht so gut tippen. Ach, sitzt die Kleine bei dir, ja? Was, der Wachkopf hat wieder Eindringlinge reingelassen. Tötet sie, bevor Rockdog das heraus... okay, das ist zumindest nur ein Goblin, mit dem wir uns streiten müssen, ja? Maus only, lol. Aber es gibt Leute, Sion zum Beispiel, die haben halt wirklich nur eine Hand zur Verfügung, ja. Die können dann, es gibt sogar Mäuse, da hast du eine Tastatur drauf, ja. Wie viel seid denn ihr? Ihr seid jetzt doch so ein paar, ja. Okay, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Mon, vielleicht kannst du es ja so weit schaffen. Tritt aus den Schatten heraus. Schauen wir mal. Yeah. Guckt euch das an, ja. Jetzt seht ihr mal... Langsam aber sicher wird das Ganze powermäßig, ja. Goblin erleidet 39 Schaden durch Klinge von Imon. Ja, warum ist das mittlerweile so hoch? Das kann ich euch zeigen, wenn ich es jetzt schnell finde, ja. Weil ihr hinterhältiger Schaden einen Multiplikator hat, ja. Hier, Schaden mal 3. Das heißt, ihr müsst euch denken, ja, wenn sie jetzt zum Beispiel, ja, 33 Schaden, also, oder sagen wir 10 Schaden gemacht hat, wird das Ganze mal 3 multipliziert, ja. Macht 30 Schaden, alleine nur dadurch, ja. Macht halt den Dieb nach wie vor jetzt nicht zum Nahkämpfer oder so etwas, ja. Aber vielleicht als Überraschungsangriff, das kann uns in dem Bosskampf vielleicht hier helfen, ja. Ja? Ich hab genug davon.
Ein Schädel. Der Schädel eines Menschen oder anderen humanoiden Wesens. Oh boy, na hoffen wir mal nicht, dass das die... dass sie die da nicht gefressen haben, ja? Wo war denn das, ja? Der Mörder Basilus? Maghreb und Rilsa, genau, ja? Ey, das wäre wirklich skrupellos von euch Goblins, oder? Ich meine, jemanden zu töten ist eine Sache, aber sie dann auch noch bis auf die Knochen abzunagen, ja? Ich nehme den Schädel mal mit, ja? Ist doch eine Zeit lang her, dass ich Niras Nebenqueste gemacht habe, weil... Nein! Das müsste dann hier sein, oder? Was ist denn das, ja? Ja, mit Leichtigkeit. Ah, ja, genau. Das ist nämlich etwas, das kann man leicht verwechseln für Leute, die was das noch nicht gespielt haben. Ja? Sind die eigentlich... Ja, es sind die einzigen Goblins im Spiel, ja. Seltsamerweise, ja. Hier ändert sich der Cursor quasi zu so einer Art, wie soll man sagen, unendlich, also jetzt nicht Unendlichkeitssymbol, aber etwas in so eine Art Interagieren-Cursor, ja. Das ist eigentlich etwas, was in Baldur's Gate 2 zum ersten Mal vorkommt, ja. Das ist übrigens die Leiche von Rilsa, ja. Was ist denn da drin? Moment, ja. Oh boy, da ist doch einiges drin, ja. Wow, 600 Gold und den... Wenn ich den Stab identifizieren könnte, der könnte mir im Kampf gut helfen. Aber was hast du denn noch? Du hast den Blitz. Ah, der wäre ein bisschen selbstmordgefährdet, wenn ich den einsetze. Aber das habe ich euch noch nicht gezeigt. Stab des Frostes. Ja. 8W6 Kälteschaden. Ja. Ein Wesen. Und ja, ein Rettungswurf halbiert halt den Schaden. Ja. Aber kann ich den noch? Nee, kann ich nicht. Schade. Schade, 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 schade. Okay, das heißt, der kann nur von Magiern benutzt werden, ja. Und ja, dieser Cursor verändert sich. Hier zeigt das Spiel dann nämlich, ja, die Leiche einer Frau liegt hier. Sie trägt die Lederrüstung eines Waldläufers. Den Wunden nach zu urteilen, wurde sie von Goblins erschlagen. An ihren Fingern findet ihr einen Ring mit der Inschrift in ewiger Hingabe Maghreb. Was tut ihr, nachdem ihr den Ring an euch genommen habt, ja? Ich denke mal, wir sind jetzt kein Unmensch, obwohl wir trotzdem chaotisch neutral sind, ja. Wir werden die Leiche beerdigen, ja. Ich bin bereit. Oh, die Gruppe hat auch noch einen Gegenstand bekommen. Genau, hier ihren Ring, ja. Somit können wir dann auch diese Nebenquest dann abgeben, ja. So. Imondo, gehst du mal ein bisschen scouten, ja. Welcher Schwachkopf hat euch hier reingelassen? Spielt keine Rolle. Wenn ihr diese nutzlosen Wachen nicht eh schon getötet habt, werde ich mich um sie kümmern. Well, das war jetzt nicht das, was ich wollte, ja. Das war wieder der Doppelklick der Maus. Das war nicht von mir gewollt, Leute, ja. Naja, gut, Imon muss halt jetzt erstmal fressen. Aber wir gehen erst einmal auf den Hobgoblin, ja. Der selbsternannte Gott der Goblins, ja. Nee. Komm, du kriegst mal eine Blindheit ab, ja. Imon... Benutzt den Zauberstab, ja. Besser als gar nichts, ja. Na, den Rest muss ich mal alles aufheben. Das brauche ich noch für den Kampf, ja. Ah, sehr gut. Bist du blind, Rockdog? Rockdog erleidet 10 Schaden. Ja, Rockdog geblendet. Sehr gut, ja. Ich meine, er ist jetzt nicht der stärkste Gegner, aber naja... Immer besser, wenn man etwas ausschalten kann, ja, was einem dann nicht mehr so die Probleme macht. Wow, das ist Overkill, ja. Ja, komm, das nehmen wir mal alles mit, ja. Weiter, Männer, immer drauf da. Immer ran an den Speck, ja. Splish. Splish. Wunderbar, ich bin stolz auf euch, ja. Ihr könnt das so gut, ja, die ganzen Körperteile in 100.000 Fetzen, zersprengen lassen, da bin ich regelrecht neidisch auf euch, ja? Ja. Einmal so, ja. So. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ja. Wenn ich da vorne durchgehe, geht's an Bosskampf, ja. Und dieser Rockdog, der hat halt natürlich auch noch etwas bei sich, ja. Und zwar einen Kurzbogen und auch einmal
Ein Bastardschwert. Siehst du, Oliver? Es ist nicht nur das einzige Bastardschwert. Aber es ist ein ziemlich kackemäßiges Bastardschwert, ja. Okay, dann wünscht mir Glück und wir schauen mal, was wir hier anrichten können, ja. Da kommt da nicht, kommt da noch ein Raum? Nein, das ist der letzte Raum. Und mit Adoy sogar, ja. Was hast du denn zu sagen, mein Guter, ja? Da sei Dank, endlich kommt jemand, um mich hier rauszuholen. Ich bedauere, dass ihr euch euren Weg hierher erst freikämpfen musstet. Ich konnte euch doch nicht in den Fängen dieser Wilden lassen, ja? Ihr seht aus wie jemand, der für seine Befreiung dankbar ist. Geld ist eine hervorragende Art, diese Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Ich suche einen Hasardeur namens Adoy. Ich finde es sehr interessant, dass sie diesen Sprite dahergenommen, einfach diesen fetten Klumpen und sagen, das ist der Hasardeur, ja, aber okay. Adoy, das bin ich, ja, ich bin Adoy. Warum sucht ihr mich auf? Wisst ihr, unsere Nira hier hat leichte Schwierigkeiten mit ihren Zaubern, ja. Nira praktiziert ebenfalls unbändige Magie. Sie hegt die Hoffnung, dass ihr helfen könnt, diese besser zu kontrollieren. Das stimmt. Ich hoffte, ihr könntet mir mehr über unbändige Magie beibringen und wie man sie kontrolliert. Ist das so? Nun, ich fürchte, ich bin nicht gerade ein gutes Vorbild, wenn es darum geht, unbändige Magie zu kontrollieren. Ich schätze, dass niemand das kann. Es wäre ja keine unbändige Magie mehr, wenn man sie bändigen könnte, nicht wahr? Macht irgendwo Sinn, ja? Wollt ihr damit sagen, wir sind den weiten Weg umsonst gekommen? So muss aber langsam mal Abendessen machen. Stream bleibt an, AFK. Ja, vielen Dank, Sion. Ja, dann gutes Gelingen beim Abendessen machen, was auch immer es gibt. Sage ich schon mal, gut schmeckt, ja. Und jo, danke dir fürs Dabeisein, ja. Ebenso, ja. Wir sehen, hören uns und schreiben uns. Definitiv, ja. Natürlich seid ihr das nicht. Euch wurde gerade die große Ehre zuteil, Magriwerk kennenzulernen. Den goblinischen Gott der Kooperation und des Territoriums. Ihr habt die Goblins davon überzeugt, dass ihr deren Gott seid? Das war keine Absicht. Ich versichere euch, das alles war ein großes Missverständnis. Alles begann, als ich lediglich einen leckeren Erbseneintopf herbeizaubern wollte. All dies gehört zum großen Wunder der unbändigen Magie. Man muss eben jederzeit für das Unerwartete bereit sein. Toll. Also wenn ich mir mal vorstelle, ich stehe jetzt daheim und ich habe jetzt Lust auf eine Erbsensuppe, dann beschwöre ich auf einmal eine Armee von Goblins, ja? Muss diese Goblins davon überzeugen, dass ich irgendein ausgedachter Gott der Kooperation und was war's noch? Also egal. Und der Kooperation und Überzeugung bin... Dann sagt er drauf, man muss auf das Unerwartete bereit sein, ja? Dann fuck it, dann benutze ich diese Magie nicht mehr, ja? Dann weiß ich nicht, dann gehe ich Blutzen stricken oder irgendwas, ja? Kooperation und Zeugs, genau, Kooperation und Zeugs. Ja. Er scherzt nicht. Der Ärger begann erst so richtig, als der Hobgoblin aufgetaucht ist, um zu untersuchen, woher die Goblins kamen. Rockdog glaubte nicht für eine Sekunde, dass ich ein Gott sei. Aber da die Goblins es glaubten, wagte er nicht, mich anzugreifen. Stattdessen sperrte er mich ein. Solange ich mich in seiner Obhut befand, konnte er die Goblins beherrschen. Eine klassische Schachmatt-Kooperation hier, ja? Ei, und jetzt geht's los, ja? Diese schlüpfrige Elfe eingeholt. Und nicht nur das. Halbelfe! Was stimmt nicht mit euch? Ja, bitte. Man achte eher auf die leichteren zugehenden Spitzenohren, als wie die komplett spitz zugehenden. Das ist ein großer Unterschied, Ekandor, ja. Auf jeden Fall ist das der Bosskampf, von dem ich geredet habe. Und ja, holy moly. Schauen wir mal, ob wir es schaffen, ja. Dass ich mich nicht leichtfertig irgendwelchen Tests unterziehe.
die Schule abgeschlossen. Also auch bei mir keine Tests. Richtig, Elkander. Teleportiert euch zurück nach Tai, wo ihr hergekommen seid. Ihr werdet heute keine Hasardeure fangen, ja? Nicht über meine Leiche, ja? Okay, jetzt... Okay, der Bosskampf auf jeden Fall ist aber eine Herausforderung, ja, weil nicht nur habt ihr einen Magier, ihr habt zwei und auch noch einen Ogre-Berserker, der sehr wohl in der Lage ist, ziemlich heftig zuzuschlagen, ja. Und ja, wir werden jetzt nochmal schauen, was wir machen können, ja. Ich hätte vielleicht die Tränke vor dem Gespräch nehmen sollen. Das Problem ist, wenn ich halt jetzt hops gehe, dann müssen wir dieses ganze Gespräch uns noch einmal anhören, das ist reichlich nervig, ja. Aber, ja, lasst mich mal machen, ne? Du nimmst mal das hier, du nimmst das. Du nimmst das hier. Du nimmst das, ja? Imon. Du machst dich unsichtbar. So, und jetzt... Schauen wir mal, dass wir da... Das Problem ist, ich kann mich leider auch jetzt nicht beschleunigen, also in Form von, wie soll ich das so weit erklären? Ja, es gibt einen Zauber namens Hass, das heißt, ich kann schneller agieren im Kampf, ja. Schau erst einmal, Imon, du gehst erst einmal dahin, du machst so weit einmal noch nichts, ja. Minz geht in Blutrausch, ja. Danach, ja. Mon ist unsichtbar, Dorn ist dort, ja. Tajanische Leibwache. Okay, du zauberst deine... Was? Ja, na sicherlich! 20 Schaden! Seems legit. Danke, Game. Danke, ganz lieb. Auf jeden Fall, ja. Okay, wir machen das anders, ja. Sicher, er kommt einmal hin mit seinen komischen Stecken, ja, und ich bin sofort tot. Nee, nie im Leben. Gut, wir machen das halt einfach anders. Auch kein Problem damit, ja. So. Das ist, der Kampf, der wird... Den wir nicht einfach so huckepack nehmen können, ja. Und das jetzt auch nur, weil die Nira mit einem Hieb getötet worden ist. Ja, klar. Doinks. Doinks. Und dann zauberst du mir noch... Ja, du zauberst mir noch den Gesang, ja. So, genau. Muss ich mich halt vorab buffen. Geht nicht anders, ja. Weil ich glaube, den Kampf werde ich nicht so... Nicht so einfach bewerkstelligen, ja? Mit Leichtigkeit. Schauen wir mal, ja. Wird schon funktionieren, Leute. Muss ja irgendwie klappen, ja? Mister, sei Dank, endlich. Ich suche nach Hase. Ja, frag mich nicht. Das war. Ja, ich bin. Das stimmt, gestoppelt. Natürlich seid ihr das nicht. Das war all glatt. Der Ärger begann. Und ich hab nicht mal die Schule ab. Dann mach doch nicht so lange. Okay, Round 2, ja. Etwas dagegen. Checken wir mal, was wir da machen können, ja. Was ist es diesmal? Ich tu. Was wollt ihr? Du gehst da mal dahin, ja. Und Nira, du versuchst den einmal in der Eis zu legen, ja. Gehen wir mal in der Strategie vor, ja. Du hast ja gerne das Anliegen, da hinten der Kandor dich mit Schutzzaubern voll zu kleistern. Das werden wir auf jeden Fall mal gleich verhindern. Mira? Ja, die gehen nämlich da jetzt auf. Die gehen nämlich jetzt auf sie, ja, oder? Kandor Magie bannen. Es ist die Frage, ob es jetzt funktioniert hat oder nicht, ja. Wo ist der Minsk? Ja, ihr müsst schauen, dass ihr diesen scheiß Ogre-Berserker da loswerdet, ja.
Sehr gut, das habt ihr auch gemacht, ja? Ich höre zu. Rauf auf Ekandor, dass da zumindest einer mal die... Mich kümmert's nicht. Was ist es diesmal? Bleib zurück und geht ab. Dass ihn zumindest einmal jemand beim Zaubern hindert, ja? Ihr seht schon, die zwei Typen gehen die ganze Zeit über auf Nera. Das ist so nervig, ja? Vielleicht kann ich euch unter... Ah, Mist. Leider nix, ja? Shisha. Minsk, was hat denn dich gerade so zugetrichtet, ja? Melfs Säurepfeil ist mir ziemlich egal, ja? Minsk erleidet 21 Schaden durch Kälte von Ekandor. Ah, okay, er hat dieses... diesen Kältekegel gezaubert, ich verstehe schon, ja. Probieren wir mal hier. Und du musst auf die Seite, Nera, ja. Mein Gott, dass die einen noch nicht von der Pelle rücken können, ja. Was hat jetzt Minsk wieder getroffen, ja? Er leidet einen Schaden durch Stich von Ekandor. Ich habe keinen Heiltrank mehr, ne? Oho, okay, das könnte die Wendung sein, ja? Perfekt. Dorn. Drauf da, ja. Zumindest ein Magier muss er mal weg hier, ja. Mann, Junge, geh jetzt von der Frau da weg. Wirklich, das ist ja schon Stresslevel. Für den Fall, dass wenn jetzt einer stirbt, muss ich das dann halt so machen, dass ich den dann im Tempel wiederbelebe. Es geht nicht anders, ja. Wo steht denn der Minsk, ja? Ja, du stehst genau vor den Typen, ja. Kann nur hoffen, dass er nicht getroffen wird, ja. Ich höre zu fürs Erste. Ah, ihr seid genauso still wie ich gerade, wie ich sehe, ja. Das ist gerade ziemlich ein Nervenkitzel, ja. Okay? Die erste Heilung ist durch. Nein, du lässt mir Nera in Ruhe. Perfekt. Ich glaube, wir haben es, ja. Konzentration. Ja, I'm on it, ja. Da drauf, ja. Weil, wie ihr seht, wir haben halt einfach nicht so viele Zauber, wie wir gerne hätten, ja. Kann ich Befehl auf dich wirken, ja? Sehr gut, ja. Schaffen wir, sollten wir alles schaffen, ja? Hoffentlich, ja. Ja. Okay. Ja, Ekandor ist definitiv nicht mehr geschützt durch seine Magie. Yes, sir! Hoho! Das war eine harte Nummer, ja? Seltsame, unbändige Wogen. Wie praktisch, dass ihr euch im Kampf mit den roten Magiern erspart hat. Mhm. Was wollen diese roten Magier eigentlich mit Hazardeur, ne? Die roten Magier verfolgen mich und eure Freundin Nera, um uns zu untersuchen. Oder auch nur unsere Gehirne. Sie wollen herausfinden, warum wir über die Macht des Arkanen Chaos verfügen und sie nicht. Mit anderen Worten, es kommt nie etwas Gutes aus Tai raus, ja? Oder generell von den roten Magiern, ja? Die stecken immer mit seinem Hand in irgendeinem Gehirn drin, ne? Könnten wir aufhören, über das Sezieren unserer Gehirne zu reden? Es tut mir leid, Nera, ja? Oh, natürlich, Liebes.
aber was wollte ich sagen, bevor wir so jäh unterbrochen wurden? Wo war ich nochmal stehen geblieben? Goblins beschworen, als Gott verehrt, von einem Hobgoblin eingesperrt. Ach ja, natürlich. Nun, das fasst es wohl ganz gut zusammen. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ihr Rockdog getötet und mich aus der Gefangenschaft befreit habt. Kommt schon, alter Mann. Niemand erreicht euer Alter, ohne das ein oder andere gemeistert zu haben. Ihr solltet inzwischen wissen, wie man diese verrückten, unbändigen Wogen vermeidet. Moment mal, ihr verheimlicht mir etwas. Ich glaube nicht, dass er dir was verheimlicht, Nera. Wie er schon gesagt hatte, es wäre ja keine unbändige Magie, wenn man es in der Lage kriegt, oder wenn man es zustande kriegt, sie zu bändigen. Ja? Aber nein, Liebes. Die Kunst besteht darin, die Nachteile ebenso zu akzeptieren wie die Vorteile. Ihr beschwert euch ja auch nicht, wenn euer Feuerball einen ganzen Tollstab einäschert. Ihr solltet nur bereit sein zu improvisieren, wenn es stattdessen Blütenblätter auf die Trolle regnet. Toll, das wird sie sicherlich vor irgendetwas abhalten, ja? Das Aufregende an unserer Zunft ist, dass man nie weiß, was als nächstes passiert. Ich hätte nie die Freuden des Daseins als Frau entdeckt, wenn diese eine Woge letzten Sommer nicht gewesen wäre. Entschuldigt, ich hätte nie die Freuden als Frau entdeckt, ja. Jetzt kommt's drauf an, was für Freuden, ja. Redet er von der Regel oder vom Rumpficken, ja. Das kann doch noch nicht alles sein. Ihr werdet niemals so alt geworden, ohne ein Ass im Ärmel zu haben. So gesehen gibt es vielleicht doch eine Sache, die ich euch geben kann. Sie ist nicht in meinem Ärmel, sondern um meine Hüften. Ich habe diesen Gürtel damals für meine gelegentlichen Abstecher in die Stadt entworfen. Wenn er die Menstruation meint, dann ist er ein Sadist. Ja, definitiv, ja. Aus Versehen jemandem beim Händeschütteln einen Schock zu versetzen, kann man noch als Fahrlässigkeit abtun. Aber eine durch die Stadt laufende Riesenspinne mit der Stimme eines alten Mannes, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht, ja. Heutzutage doch, das geht. Irgendwelche Ortschaften. Also wird er euch möglicherweise mehr Nutzen bringen als mir. Und vielleicht auch etwas Unbeschwertheit. Hm. Das ist alles schön und gut für Nero, aber was werdet ihr für mich tun, ne? Na gut, ich bin ja hierher gegangen, jetzt nicht für mich selber, ja. Ich bin halt auch chaotisch neutral. Ich denke halt auch in gewisser Weise ein bisschen nur an mich, ja. Naja, wollen wir mal nicht so sein. Ist sehr großzügig. Vielen Dank, Teuer. Oh, Freude. Nach dem weiten Weg bekomme ich einen Gürtel. Er passt nicht mal zu meinen Sachen. Frauen! Nira, sei froh, dass du überhaupt irgendwas kriegst. Ich hab euch vergessen. Seht, wie ich meinen sagenhaften Schatzhort herbeirufe. Nur für euch. Wartet, ist das wirklich gut, etwas zu be... Wie du... habe so viele Hindernisse überwunden und so viel investiert. Und er verschwindet einfach. Ja, investiert habe ich auch. Ohne mich wären die Dinger sicher nicht so gimpflich verlaufen, ja? Ach, aber natürlich habt ihr geholfen. Wie konnte ich vergessen, dass es hier stets nur um euch geht? Ja, in der Hinsicht geht's um mich, Nera. Du hast mich hierher geschleift, ja? Gott, langsam, sie fängt an, eine kleine Bitch zu werden, ne? Und die ganzen Strapazen, nur weil er teuer eine Erbsensuppe herbeizäubern wollte. Ja, sieht man mal. Hätte man sich einfach mal diese Mahlzeit erspart, wäre das Ganze nicht passiert. Ja? Aber gut, ich sag trotzdem, erstmal unser Tagebuch wurde aktualisiert. Ja? Wo ist denn das? Nein, das war das nicht. Ich glaube, sie mag mich. Ja. Irgendwo war das, ja, mit Nera jetzt gerade. Wie hieß denn das? Seid ihr ein Gott, ja? Oder ist das abgehakt, ja? Maghreb und Gruber, seid ihr... Also wie beim letzten Mal. Ich habe irgendwie Probleme, mich da drin ein bisschen zurechtzufinden, ne? Ist ganz unten, oder was? Nö. Nö, keine Ahnung, wo das schon wieder ist, ja? Seid ihr ein Gott? Ah, da, Nera, abgeschlossen, okay. Der Hasardeur wurde von eben jenen Goblins gefangen, die er versehentlich heraufbeschworen hatte. Als sich ein
als er sich sein Nachtmahl zubereiten wollte. Das Gute daran war, dass sie ihn wie einen Gott verehrten. Das Schlechte war, dass ihr Gott gerne Baumrinden und rohe Schnecken isst. Ja? Noch viel schlimmer war aber, dass ein harter Hobgoblin-Bursche namens Rockdog von der Sache erfahren und sich entschieden hat, Adoy als Gefangenen zu halten, sodass er sich selbst zum König der Goblins ausrufen konnte. Glücklicherweise konnte ich Adoy aus der Gefangenschaft befreien. Unglücklicherweise habe ich so auch auf den roten Magier Ekandor direkt zu meinem weiteren Hasardeur geführt, den es für ihn gefangen zu nehmen galt. Schließlich habe ich ihn aber mit Hilfe von Nira und Adoy, diesem Entführer, aus den Reihen der roten Magier sein Ende bereitet. Ja. Jo, und damit endet quasi die Nebengeschichte. Das Einzige, was wir bekommen, ist ein Gürtel, dem, was wir noch nicht wissen, was der im Moment macht, ja. Und somit, Leute, kann ich euch ja mal sagen, wir können uns endlich wieder auf den Hauptstrang begeben, ja. Nachdem wir natürlich erstmal in eine Stadt gehen und uns ein bisschen ausruhen und rasten. Wie lange sind wir überhaupt schon unterwegs? Ah, seit unserem Ausbruch aus Kerzenburg jetzt fast ein ganzes Monat, ja. Erbsensuppe sind einfach das pure Böse. Ich hab's immer gewusst. Ja, so eine Erbsensuppe fand ich persönlich auch immer strange als Gericht, ja. Aber sie schmeckt halt trotzdem gut, ja. Also ich mag sie, besonders mit so ein paar Würsteln drin oder so. Und dann ein bisschen ein Brot. Ist eine gute Mahlzeit, wenn man irgendwo auf der Hütte ist, finde ich, ja. Und Gott, das muss ich irgendwie ändern. Die Musik ist irgendwie immer viel zu laut. So, ist das, glaube ich, viel angenehmer. Ich habe immer das Gefühl, dass ich euch da nämlich die Ohren voll schreie, ja. Und das ist etwas, was ich nicht unbedingt möchte hier. Das tust du sowieso, ja. Aber ich meine, mit dem Mikrofon ist es jetzt, glaube ich, einigermaßen besser geworden, ja. Nur es ist, wenn ich halt die Kopfhörer auf habe und die Musik ist dann echt so massiv laut, ja. Machen wir es so vielleicht, ja. Dann versucht man sich, und ich glaube, das ist nur ein natürlicher, wie würden Sie sagen, Abwehrmechanismus oder Reflex, ja. Versucht sich halt selber zu übertönen. Wenn irgendetwas laut ist, möchte man natürlich das übertönen. Und bei mir ist es sowieso so mit meinen lauten Organen, ja. Viele wissen das nicht, aber damals von meiner Zeit aus von YouTube, ja, der Coven, der hat schon gut schreien können, ja. Umsonst habe ich nicht so einen hohen Blutdruck, ja. Vergreift euch nicht an der Natur. Ich hoffe, ihr hattet nicht so viel Ärger mit den ortsansässigen Goblins. Das klingt so ungewohnt. Ortsansässige Goblins. Bis neulich hatten wir sowas noch nicht. Was habt ihr herausgefunden? Habt ihr meine Rilser gerecht? Hilfe! Was bist du? Schizophrenie oder was? Ja? Zuerst voll die ernste und düstere Stimme und jetzt einfach nur so, weiß ich nicht, tot gepitcht, ja? Ich habe sie bis alle auf den letzten abgeschnitten. Rilser ist gerecht, ja? Ich nehme an, so ist es am besten. Obwohl Rilser bestimmt eine friedliche Lösung vorgezogen hätte, ja? Habt ihr herausgefunden, wo diese Goblins meine Rilser ermordet haben? Ja, das habe ich. Ich habe diesen Ring gefunden. Euer Name ist darauf eingraviert, ja? Einst schenkte ich in Rilsa. Habt ihr ihre Leiche gefunden? Habt ihr sie anständig beerdigt? Ja, das war das Mindeste, was ich tun konnte. Danke, Stock. Nach allem, was ich in letzter Zeit durchmachen musste, weiß ich nicht, ob ich noch die Kraft gehabt hätte, es selbst zu tun. Well, wenigstens ein bisschen Erfahrung noch, also 500 obendrauf, ja. Den Ring haben wir abgegeben. Ja, ich gehe jetzt nicht her und mache hier Leichenschändung. Nö. So weit kommt es mir nicht in den Kram, ja. Gut. Leute, wie schaut's aus bei euch? Habt ihr noch Bock? Ansonsten würde ich nämlich zumindest gerne in die Stadt zurückgehen, ja, damit wir uns mal ein bisschen zusammenkleistern können, ja, und dann zumindest schauen, dass wir Richtung Kapitel 3 rangehen, ja. Meine Frau schreibt Hype, 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 aber ich glaube, sie ist, bei allem, was ich mache, ist sie immer gehypt, meine Frau, ja. Hoffen wir nur, dass wir mal, ja, wir kommen auch problemlos da an, ja. Weiter, weiter! Ach, ihr seid die besten Leute, ja. Ihr wisst gar nicht, wie toll das ist, dass ich da mit euch das da machen kann, ja. Wir werden zumindest einmal schauen, weil jetzt ist unser Ruf dann zumindest wieder normal oder Richtung normal unterwegs, ja. Und jetzt sollten die Preise der Händler auch nicht so hoch sein. Was haben wir denn an Gold? 8000, ja. Wir werden erst einmal das ganze Zeug hier identifizieren und uns dann rasten und dann werden wir uns aufbegeben quasi Richtung Kapitel 3, zusteuernd auf Kapitel 4. Damit auch mal ein bisschen was wie Oliver schreibt, ja, dass da ein bisschen was weitergeht, ja. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es
Ja, Dorn, genau. Es soll weitaus blutiger werden. Wir gehen jetzt gerade zum Händler. Ist klar. Das ist... Die Geschäfte laufen schlecht. Warum nicht? Lass den Halborg nur machen, ja. Hauptsache, es wird einiges blutiger, ja. So, Adois Gürtel haben wir bekommen. Den Ring, den was ich da in der Wildnis gefunden habe. Noch ein Langschwert, ja. Und ja, das Ganze... Den ganzen Kladderadatsch, den wir da haben, das war noch vom letzten Stream, diesen goldenen Hammer, genauso wie dieses Basilus-heilige Symbol. Das können wir dann auf dem Weg zu Kapitel 3 auch endlich abschließen, ja. Da kriegen wir dann massig, massig Gold, glaubt mir das, ja. Da wird's dann echt schön, ja. So, einmal zumindest alles identifiziert, bis auf die roten Tränke, ich glaube, die muss ich woanders machen, ja. Was haben wir denn hier? Batalistas Ausweis, Feuerschutzring. Feuerwiderstand 40%. Und glaubt mir, das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, dass man das hat, ja, als Ring, ja. So, hat dann doch dezent länger gedauert. Ja, welcome back, Uni. Du hast das Beste verpasst. Wir sind mit dem Spiel fertig. Spiel vorbei, ja. Jetzt musst du selber schauen, wie du weiterkommst, ja. Na, Spaß beiseite, ja. Es tut mir leid, Uni, I'm just kidding, ja. So, was haben wir denn hier bekommen? Wir haben ja gesagt, ich hatte ja vor einige der besten Gegenstände und Waffen zu finden, ja. Und auf der Feuerweinbrücke, da war ja dieser selbst erkorene Schwertmeister, wo wir uns ein episches Duell geliefert haben. Es war überhaupt nicht unfair. Und zwar hat er diese Vermächtnis der Meister, was quasi Handschuhe sind, die ordentlich was an Knall geben, ja. Erstens einmal, ETW-0-Bonus wird nochmal reduziert, ja. Und wir bekommen noch einen Schadensboost obendrauf, ja. Das heißt, noch einmal 2 Schaden oder plus 2 durch diese Handschuhe. Die gibt es auch, glaube ich, 2-mal im Spiel, aber einmal schwächer. Und ich glaube, das hier sind die besseren, weil... Die zweite Version gibt euch quasi nur einen ETW-0-Bonus, ja. So episches Duell also. Ja, Fino, deswegen dezent, ja. genau, ein neues Gürtel. Rettungswurf-Bonus minus 5 gegen Versteinerung und Verwandlung. Das ist ganz, ganz praktisch, ja. Also ihr seht, der Gürtel, was wir bekommen haben. Und das hast du halt leider verpasst, Uni. Die Nebenaufgabe von Nira und Dorn, ja. Gebe ich dir dann aber gleich ein schnelles Recap, ja. Nira kann sich ja durch ihre Magie auch selber verwandeln und mit diesem Gürtel kann man das zumindest gegensteuern, da der Wurf quasi um minus 5 reduziert wird. Das ist eine große, große, große Sache, weil, wieder mal kleine Story, das ist meiner Frau passiert, ja. Bei ihr hat sich Nira einfach einmal mitten in der Mine in ein Eichhörnchen verwandelt, ja. Und das Einzige, um das retour zu machen, war, glaube ich, sie zu töten und wieder zu beleben, ja. Also seht ihr mal, wie sehr unbändige Magie einem nicht helfen kann. Ja? Gut, was haben wir noch? Ein Kurzbogen plus 1, den dieser Rockdog bei sich trug. Perfekt, wunderbar für die Immon, die jetzt mittlerweile auch schon einen ETB-0 von 13 hat. Ja? Oh, wird dann auch langsam Zeit für mich für ein kleines Päuschen. Ne? Dann, hier haben wir wie unser... Spezies, der was neu in dem Chat dazugekommen ist. Keine Ahnung, ob er noch da ist. Verfluchte Gegenstände. Die haben wir gefunden gehabt bei dem Basilus. Und ihr seht mal, ETW-0 Malus, ja, von plus 10. Da kann ich das gleich mal erklären. Das eine nennt sich Bonus, das andere ist Malus. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr was lest mit Bonus und es geht Minus, dann ist es gut. Malus ist immer schlecht. Malus heißt immer nach oben, ja. Und ja, gebt die bloß niemanden. Das ist ein verfluchter Gegenstand, ja. Steht auch Ungeschicklichkeitshandschuhe. Elanders Handschuhe der Verwechslung. Mit bösen Hintergedanken stellte der ungestüme Elander diese Handschuhe her, um einen Rivalen zu überwinden. Seine Bösartigkeit rächte sich dabei jedoch an ihm selbst, als er die Handschuhe mit einem anderen Paar verwechselte, ja. Und ja, verflucht kann also nur durch Fluchbrechen wieder abgenommen werden. ETW Malus plus 10. Ja, viel Spaß. Also wenn ihr die am Anfang anlegt, dann kommt ihr irgendwie so auf 25 bis 26 und das würde dann eigentlich nur noch mehr mit einer Natural Crit funktionieren, ja. Und noch dazu halt Geschicklichkeit minus 2. Nee, we don't want that, ja. Aber was er viel Besseres dabei hatte,
ist der Agidina plus 2, ja, ein Kriegshammer, ja, der ETW 0 quasi schon mal minus 2 gibt, ja, 1W4 plus 3 Wuchtschaden macht, ja, und noch einmal plus 1 mit Elektrizität, ja. Das ist ebenfalls eine der besten Waffen oder der beste Kriegshammer im Spiel, den ihr bekommen könnt. Und den gebe ich immer ganz gern der Viconia, weil ich ganz einfach finde, so ein, vielleicht stimmt mir da Oliver zu, ich finde so ein Kleriker mit einem Kriegshammer, das hat einfach was. Ja, sei er jetzt einhändig oder zweihändig, ich finde, das rockt einfach und das hat auch Style. Ja, besonders bei einem Zwerg, ja, muss ich selber zugeben. Ich bin zwar kein Zwergenfan, aber das ist cool, ja. Und hier haben wir noch ein Amulett des Zauberschutz, ja, gehört so, schreibt er. Ja, also da sind wir uns einig, ja. Ja, ist halt ein Amulett, Rettungswurfbonus minus 2 gegen Zauber, nie verkehrt, nimmt man gerne. Schauen wir mal, ja, stopfen wir das mal auf unseren Slog im Moment. Passt das soweit, ja. Und ansonsten haben wir jede Menge von diesen komischen Zauberroben, die halt nur die Nira benutzen kann, ja. Oder besser gesagt tragen kann, ja. Upsi. Das ist falsch. Da gehört der jetzt hin, ja. Ja, dann haben wir da noch ein steifes Leder, aber das ist, komischerweise kann man das, glaube ich, sehr teuer verkaufen, ja, obwohl ich den Gegenstand gar nicht so gut finde. Weil, ja, erstens einmal leise bewegen, minus 15, ja. Also das ist halt der einzige Vorteil, ja, man bewegt sich leiser damit, ja. Was leise bewegen macht, verglichen zu im Schatten verstecken, leise bewegen ist quasi, wenn ihr euch im Schatten versteckt, ja, dann wird der Wert von Schattenverstecken hergenommen. Zeige ich das noch einmal. Also hier. Und leise bewegen bedeutet dann, während man quasi stealthy ist, ja, wie gut kann er das aufrechterhalten? Natürlich, je höher der Wert ist, desto besser. Aber in diesem Fall, wenn ich das jetzt anlege, sinkt dieser Wert, ja, ne? Als Beispiel, ne? Wie ihr sehen könnt, leise bewegen 45, ja. Auch die Rüstung an sich ist nicht wirklich gut, ja. Sie hat halt, ja, relativ mickrige Anforderungen mit 5 Gewicht und Stärke 4. Aber ich bin bereit. Glaubt mir, wir werden bald was Besseres haben, ja. So, das können wir verkaufen. Und ja, den Kurzbogen kannst du haben. Den Streitkolben kannst du haben. Bastardschwert plus 1 ist quasi wie jede andere plus 1 Waffe. Nothing too special, ja. Ungeschicklichkeitshandschuhe. Was meint ihr, Leute? Das wäre nur so ein kleiner Ding von mir. Wollen wir uns diese ganzen verfluchten Gegenstände aufheben bis zum Ende des Spiels? Ja? Einfach nur zum Sagen, um zu sehen, wie viele es einfach gibt in dem Spiel. Ja? Was meint ihr? Oder sagt ihr, nee, verkauft das ganze Gelumpe, ist eh komplett uninteressant. Ja? Wow, aber hier wird es jetzt ordentlich was an Geld geben. Ja, hier werden wir jetzt auf jeden Fall sicherlich bald steinreich werden. Seht mal diesen Sternensaphir, was wir auch mal gefunden haben. Ich glaube, das war bei der hohen... Ne, das war dort, wo wir den Ring gefunden haben. Der ist 1000 Gold wert, ja. Naja, wir können eine Strichliste durchführen, ja. Also wenn nichts Besonderes gibt, wenn man alle davon hat, weg damit. Money, money, money. Ja, für manche kriegt man nicht wirklich viel Uni. Für die Ungeschicklichkeitshandschuhe kriegst du genau eine Goldmünze, ja. Also not worth it im Prinzip, ja. So, aber somit schaut das Ganze doch schon einmal wesentlich besser aus, ja. Das ist auch noch für eine Nebenquest, die kann ich dann in Berigost abgeben. Ja, dann können wir eigentlich dann da nach Berigost gehen, ja. Um die Nebenquest abzugehen und uns dann quasi Richtung Kapitel 3 zu begeben. Wunderbarski. Läuft, läuft. Sitzt, passt, wackelt. Die werde ich jetzt auch einmal da identifizieren. Hat immer recht. So, damit wir mal wissen, wie diese Stiefel eigentlich heißen. Ja. Leises Flüstern sind das nur. Sie gehören eigentlich zu diesen Zurlong in Berigost, aber no. Meine gehören mir. Give me that, ja. Money, schreibt Uni, ja. Na, dann schauen wir mal, ja. So. Ja. Ansonsten sollte, glaube ich, jetzt alles soweit. Kannst du... Ah Gott, Nira. Was mache ich nur mit dir? Zuerst machst du einen auf absolute... Wir sind alles nur wegen euch und wegen mir. Da fangst du an, richtig bitchy zu werden, ja. Und dann schaffst du es nicht einmal, irgendwie einfache Zauber in dein blödes Buch da zu übertragen, ja? Schäm dich, Nira, Schande über dich, ja? Okay, wir machen eine Rast noch hier in... Mit Leichtigkeit.
Oder machen wir noch eine Rast? Machen wir das in Beregost? Nein, wir machen das so. Wir reisen noch nach Beregost, ja. Wir reisen nach Beregost, Leute, ja. Und werden da die zwei kleinen Nebenqueste abgeben, ja. Ich werde dann dort noch einen, ja, kleine Pause machen. Und dann geht's auch schon weiter. So vielleicht eine Stunde bis anderthalb mit Baldur's Gate, die Enhanced Edition, ja. Es ist für mich immer eine absolute Freude, das für euch zum Spielen, ja. Ich glaube, so viel gestreamt habe ich in kürzester Zeit eigentlich bisher noch nicht, ja. Aber das Spiel macht mir einfach so unglaublich großen Spaß, ja. Und ja, ihr kommentiert fleißig und beteiligt euch da so an die Story dabei. Da macht das Ganze gleich nochmal. Schon komisch. Manchmal verdränge ich, dass die roten Magier hinter mir her sind, um mein Gehirn zu sezieren. Und dann wird mir bewusst, dass jetzt die beste Zeit meines Lebens ist. Das ist fantastisch und jetzt bereitet mir eine Brotzeit. Okay, wir machen noch das Gespräch mit Nira, ja. Sie war beim letzten Mal ein bisschen bitchy. Na, schauen wir mal, was sie uns zu sagen hat, ja. Laut unserem Quest-Tagebuch, ja, scheint sie ja sich langsam so ein bisschen uns zu nähern, ja. So, was hat sie denn? Schon komisch, dass es manchmal verdrängt ist, die roten Magier hinter mir zu sehen, ne? Dann wird mir bewusst, dass jetzt die beste Zeit meines Lebens ist, ja? Wenn es eure Vorstellung von Spaß ist, endlose Kämpfe anzufechten und Leichen zu plündern, kann ich das nachvollziehen, ja? Natürlich, immerhin seid ihr bei mir. Ja, es ist aber auch ein bisschen zu weit dahergenommen. Ich meine, wir sind jetzt da nicht irgendwie Bruder und Schwester oder Liebespärchen, aber es freut mich, das zu hören, Nira, ja? Zu sagen habt? Ich hatte gehofft, dass ihr euch mehr über meine Gesellschaft freuen würdet. Was wollt ihr von mir hören, ne? Meine Güte, Nira, da sagt man immer, man soll bei Frauen nicht durch die Tür durchplatzen und bei ihr ist es genau umgekehrt, ja? Ihr seid sicherlich anders als jeder, der mir je begegnet ist, ja? Inwiefern anders? Nun, ihr seid hübscher als jeder Halborg, den ich je gesehen habe. Boah. Jeder ist anders, Nira, so sind Leute eben, ja. Es ist eure impulsive Art. Vielleicht ist quirlig ein besseres Wort, ja. Boah, gehen wir mal damit, ja. Quirlig? Das gefällt mir. Aber lasst es für den Augenblick dabei bewenden. Ich ziehe die Grenze bei quicklebendig. Ihr verbringt viel Zeit mit Reden, obwohl wir diese Leute problemlos aus dem Weg schaffen könnten. Ihr könnt ihren Worten nicht trauen, nur ihren Taten. Leute, bis gleich. Was Dorn uns zu sagen hat, sehen wir dann nach der Pause, ja? Bleibt dran, holt euch Popcorn, besauft euch, ja? Ich mach mich jetzt von dann. Tschüss!